Warst halt sehr gechillt, angenehm und ruhig und hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das hat auch der Aram in der Anfangszeit gehabt, aber irgendwann ist der Aram auch ausgeflippt und verstehst du jetzt, was Boah. ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und das darf dich nicht so sehr berühren, lieber Flex, pass auf. Die Bibel hat es schon voraus prophezeit und gesagt, aus eurer Mitte, aus unserer Mitte werden sie kommen und sie werden euch irre führen. Lasst euch nicht beirren und lasst euch nicht irre führen. Verstehst du? Ja. Diese Sachen sind prophezeit und die müssen passieren. Nur wir dürfen daran nicht scheitern. Das ist das Wichtigste, mein lieber Flex. Das ist das Wichtigste. Es tut weh, ja, es tut weh, aber wir müssen auch daran denken, Jesus hat diese Sachen prophezeit. Alles, was er prophezeit hat, wird eins zu eins geschehen müssen. Wie gesagt, nur wir müssen eben standhaft bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. Wir wurden gewarnt. Und diese Warnung müssen wir auch annehmen und verstehen und begreifen. Und deswegen müssen wir uns auch diesbezüglich schützen, Ja. damit wir nicht abfallen. Nicht mehr und nicht weniger. Mach dir nicht allzu viele Sorgen Guck mal, diesbezüglich. Wir können ich für hab diese Leute ein bisschen beten, nicht mehr und nicht weniger. ja, ich habe hier sogar noch einen Bibelvers. Oh, Leute, tut mir leid. Ich habe hier nämlich einen Bibelvers. Das ist Kolosser, Kapitel 3, Vers 14. Das hat mir eine Schwester vorhin gegeben. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist wichtig, dass wir das in Liebe machen. Also wenn wir einen christlichen Bruder vielleicht sehen, der einen Fehler macht, ja, dann ermahnen wir ihn oder bringen ihm die Lehre nochmal bei in der Bibel, ja. Aber wenn wir anfangen, so wie ein Reser zu sagen, hey, helf dir erstmal selber, obwohl du die Person gar nicht mal kennst, ein Christ, der versucht, alle Christen zu vereinen und die Liebe in der Community reinzubringen. Und wenn dann ein Reser reinkommt und dann spaltet, indem er sagt, hey, mach dich nicht eins mit denen, es hat nicht damit zu tun, mach dich eins mit denen, sondern führe die Gemeinde zusammen. Und so ein Urteil, was der Kerl gefällt hat vorhin, das hat mir gezeigt, dass der Kerl, dass jeder, der ihn folgt, eine falsche Lehre annimmt. Es ist einfach so. Also es ist eine Irrlehre ohne Ende. Das muss ich leider erwähnen. Normalerweise bin ich da wirklich sehr, sehr entspannt, aber mit solchen Aussagen, was er da als Christ tätigt, für mich ist es schon fast gar kein Christ mehr. Diesbezüglich gibt es ja auch einen Vers, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wo der ist. Ja. Solche Leute dürfen wir nicht einmal mehr begrüßen, weißt du das, mein lieber Flex? Weil sie aus unserer Mitte gekommen sind. Pass auf, wenn ein Bruder einen Verrat begeht, verstehst du, das ist etwas ganz, ganz Schlimmes, Böses, das nimmt dich auseinander in jeder Hinsicht. Das zerrt dich Ja. einfach runter. Und bei solchen Leuten da musst du dich vor denen hüten. Natürlich, wir können schon ein bisschen versuchen, den einen und anderen ein bisschen zu bekehren, aber es wird sehr schwer sein, weil diese Leute musst du eigentlich gehen lassen. Wenn sie dann aufwachen von allein, wir hoffen natürlich, ne? Aber dass wir uns in Gefahr begeben, wegen denen, das ist es nicht Ja. wert. Deswegen gibt es auch diesen Vers darüber, nicht einmal begrüßen sollte man diese Leute, denn die haben Verrat begangen. Verstehst du? Wahnsinn. Also mich schockiert einfach nur die Aussage. Ich meine, jeder ist Zeuge hier drinne, ja, an die Brüder oder die Geschwister, die hier sind. Jeder ist Zeuge, dass ich versuche, einfach die Gemeinde oder beispielsweise die Leute zusammenzuführen, dass wir alle den geraden Weg nehmen, dass wir alle als Christen
den richtigen Weg gehen, ja. Aber dann Aussagen zu tätigen wie Flex, du bist verloren, helf dir erstmal selber. Und was am meisten mich innerlich getriggert hat, als er dann gesagt hat, hey Flex, bist du stolz jetzt auf dein Anabolika, bist du stolz jetzt auf dein Profilbild, bist du stolz auf. Und dann habe ich mir im Kopf gedacht, so Alter, der Kerl richtet ja richtig. Der tut Hallo. richten, der tut urteilen. Denn derjenige, der urteilt, ist der Herr Jesus Christus und nicht ein Reser. Bruder, nix, Jesus Christus, Digga. Erstmal darf ich fragen, über was ihr redet, so? Über Religion, über. Die erste Sache ist erstmal, wenn man hier reinkommt, begrüßt man erstmal die Leute. Wer bist du überhaupt? Ich hab doch moin gesagt, aber keiner hat zugehört, ne? Ja, aber wer bist du? Wer bist du überhaupt? Ivan. Okay, Ivan, was willst du jetzt, Ivan? Ich wollte nur fragen, über was ihr so redet. Dankeschön, dass du da warst. So richtig sinnlos. Dankeschön, dass du da warst. Richtig sinnlos. Du weißt nicht, über was wir reden, aber kommst rein und sagst, nein. Ey, Mann, Alter. Ich bin eh schon gereizt, ja, wegen gewisse Leute, die hier Spaltungen reinbringen und dann kommt so einer rein, über was redet ihr? Wenn du nicht weißt, über was wir reden, warum stellst du Anfragen? Aber Flex, Bruder, ich muss dir was sagen. Ja, stimmt, Ja. wir müssen neu geboren sein, okay? Das stimmt. Ja, Wir müssen das neu stimmt auch. geboren sein. Aber was die Art zu sagen war falsch. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel, ja? Ich bin ein Ja. Freikirchler. Guck mal, Aram ist Orthodoxen. Weißt du, wie viel Streit hatten wir zwischen Aram, ich zum Beispiel? Aber wir haben uns nie heil gesprochen oder nie beleidigt. Und egal was ist, ne, wir bleiben immer zusammen, wir begrüßen uns, wir gehen live und wieder lieb, diese Liebe ist immer noch da. Verstehst du, was ich meine? Gül, habe ich dich nie beleidigt? Nein. Wann hast du mich Also, beleidigt? nein, das war Ah, okay. Ja, was los? Ich will ein Beispiel geben. Verstehst du, was ich meine? Aber wir haben uns nie so auf diese Art und Weise gekommen. Wir hatten einen sehr großen Streit mit denen gehabt, ne? Aber Ja. niemals, niemals außer dem Liebe rausgegangen. Ich habe es niemals heils gesprochen oder die. Verstehst du, was ich meine? Wir haben immer in diese Liebe geblieben. Ja, Babylon Blessings. Aber heute, was passiert ist, das ist nicht das erste Mal mit denen. Du bist nicht die erste, Flex. Deswegen mach dir, Bruder, keinen Kopf. Wir müssen nur bieten und das war's. Wir kennen die Leute, du kennst ihn auch jetzt, ja. Gott soll ihm segnen, ne? Und aber, wie du gesagt hast, einfach Abstand halten. Ich habe das auch so gemacht. Ja, Darf ich ich sag euch, mal, Flexer, ja. darf ich ganz kurz aus 1. Johannes was lesen? Horchen bitte. Natürlich. Meine Kinder, es ist die letzte Stunde, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und jetzt sind viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Aber Es dein Dings, sollte. dein TikTok-Name, El Chapo, das sagt so einiges. Ja, alles Du gut. willst reden hin und her von letzter Stunde hin und her und gibst dir einen Namen von einem Drogendealer. Du Alles bist der gut, größte alles gut. Hurensohn, bist du. Mehr nicht. Okay, warte, ganz gut, lass ihn oben, lass ihn alle oben, lass ihn ganz oben, kurz, lass ihn ganz kurz, oben. ganz kurz. Ganz Ja, kurz, warte, Flex, lass mich, warte, warte. Du nimmst El Chapo und kommst mir von letzter Stunde, der einzige Huren. Moment, du El dreckiger Chapo. Hurensohn. Moment. Noku Sakao, erstmal. Ich habe jetzt alle kurz gestummt, alle ganz entspannt sein. Ich weiß, Aram, du kochst innerlich jetzt, weil er das gesagt hat. Ich, ganz kurz. Nok, eine Frage. Was bist du denn für eine Konfession? An was glaubst du denn, wenn ich dich fragen darf? Wer ist Lok? Ich meine dich. Was bist du denn für eine Konfession? An was Du glaubst du meinst denn? mich Nok Sukao, oder? Noxukau, ja, genau. Ja, ich bin Muslim und dann kommt irgendjemand hier rein und kommt mit Sie, Konfession hin und her. okay, und Du Moment, Hundesohn, du Moment, Wichser, Moment, 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 Aram, sonst wirst du gesperrt. Ich will nicht, dass du gesperrt wirst, Aram. Moment. Noxukau, ich habe jetzt Aram gestummt. Ich will jetzt nur mit dir ganz in Ruhe reden. Bist du Also dir sicher?
Du willst wirklich mit mir reden? Ich will mit dir ganz normal reden, ja. Wirklich? Okay. Ja. Eine Frage. Würde es dir gefallen? Würde es dir gefallen, wenn man dein lieben Teil, was du unter dir hast, also du weißt ja, was ich meine, dein Würstchen, ist es okay, wenn wir das nehmen würden, das in dein Maul stopfen würden und das deiner Mutter bringen würden? Ist das okay für dich? Wir machen mexikanische Style mit dir. Von dir. Weißt du, was wir mit dir machen? Wir machen mexikanischer Style. Du kleine Achuschar-Mutter, komm nach Frankfurt, du Huren, komm, dann zeig dir, was du sagst, du Hund. Du kleiner Huren. Ja, du kleiner Hund, du. Das geht gar nicht, Leute. Es tut mir mega leid, dass ich so fleischig geworden bin. Ganz ehrlich, ich bin ein älterer Herr, aber trotzdem, du Wichser, mit dir nehme ich es immer noch auf, mit deinem gleichen Hund. Alles gut, nein, Aram, alles gut. Du Drecksau, du Hund. Alles gut. Nein, nein, nicht beleidigen. Alles gut. TikTok sportlich. Ja. Ich musste gerade so reagieren, weil es gibt gewisse Menschen, die haben keine Ahnung, was sie da eigentlich machen oder was sie da sagen. Ja. Deswegen habe ich so reagiert. Ja. Es tut mir mega leid auch an die ganze Community, wenn wir fleischig geworden sind. Aber irgendwann mal sind wir an einem Punkt gelangt, wo wir innerlich einfach sauer werden. Ja, es tut mir mega leid, dass ich so meinen Instinkt von damals wieder raushole, so, ne? Deswegen entschuldige ich mich nochmal, auch wenn Aram jetzt gerade auch beleidigt hat, ich beleidigt habe oder was ziemlich Krasses gesagt habe. Leute, an die ganze Community, ich entschuldige mich nochmal dafür, aber... Oh Mann, ey, das ist... Ganz ehrlich, lieber Bruder, danke für deine Worte, aber trotzdem, ich werde mich nicht dafür entschuldigen und ich werde immer dafür stehen. Wehe euch, ihr Wichser. Nein. Denkt ja nicht, dass wir Angst vor euch haben. Wir werden euch auch zerfetzen, du Hundesohn, du. Nein, Aram, Vorsicht, weil sonst werden wir eventuell gesperrt, das wollen wir nicht. TikTok alles sportlich. Ja, alles gut. Wir müssen nur vorsichtig sein, weil ich meine, mich kann man hier drinnen eh nicht sperren, aber wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen. Weißt du? Weil, ja, du weißt schon. Ja. Ja, ist halt wirklich sehr, sehr krass. Wir sind hier in größter Liebe und dann kommt so jemand und stiftet hier schon Unruhe. Aber gut, nicht so schlimm, Aram, bleiben wir in der Liebe. Vergessen wir diesen Kerl, der ist total sinnlos. Alles gut. Ja. Oh Mann. An die ganze Community, ich entschuldige mich nochmal, ne, an die ganze Community. Aber weißt du, was mich richtig noch erfreut hat, dass er am Ende noch gesagt hat, dass er Moslem ist. Das hat mich richtig gefreut, weil das hat mir die Bestätigung gegeben über diese Religion. Richtig. Und deswegen sage ich, dass wir uns von so solche Religionen wie Islam etc. müssen wir uns distanzieren. Ja, weil Moslems sind Menschen, sobald sie einen Anhaltspunkt finden, dann fangen die an, schon Mütter zu beleidigen. Ja, und ich habe selber mir geschworen, was heißt mir geschworen? Ich habe mir selber gesagt, wenn solche Menschen vor meinen Augen stehen und gewisse Dinge, sagen wir mal, sagen, werde ich kein Pardon zeigen. Ne? Deswegen, ich distanziere mich einfach von so solchen Dämonen einfach und ich will diesbezüglich einfach nochmal mich extrem entschuldigen, nochmal Aram, wenn er deine Mutter, deine Familie beleidigt hat, weil das hat lieber niemand... Bruder, du kannst nichts dafür, aber ich hoffe, eines Tages werde ich so einen Hund in meine Hände bekommen. Dann werde ich schon wissen, was ich mit solchen Wichser machen werde. Bleib mir in der Liebe. Alles. Ja. Liebe habe ich für Dämonen mit Sicherheit nicht, mein lieber Flex. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Ja. Die sollen nicht meinen, dass wir nur Kuschelchristen sind. Wir sind auch eine andere Sorte, ihr asozialen Wichser. Nein, alles gut. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nichts Falsches sagen. Ne? Alles gut. Oh, Mann. Hauptsache alle Moslems über den Kamm scheren. Ja, wir alle Moslems über einen Kamm scheren. Richtig. Genau. Gut gesagt.
Naja, gucken wir mal. So. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Flex, warum wurde ich Hauptprofil gesperrt? Nur weil ich die Wahrheit sage. Ich weiß nicht, was du gesagt hast und ich weiß nicht, wer du bist, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber erstens, ich finde das nicht gut, dass ihr euch gegenseitig beleidigt. Ne? Das ist die erste Sache, geht gar nicht. Und zweitens, ne, warum provozierst du immer so, Flex, Bruder? Eigentlich warst du mir voll sympathisch, aber dieses Video, was du gepostet hast, das geht echt gar nicht, ne? Ich muss erst mal wissen, was bist du denn für eine Glaubensrichtung? Nummer zwei. Ich war Jesidin und bin zu Islam konvertiert, Alhamdulillah. Ich bin keine Lügnerin, ich schwöre dir, Azad, ne, bei Allah, ne? Weißt du, was meine Verwandtschaft waren? Sheikhu, Sheikhu Bekir as Kurdem, Jmirdine. Und ich bin zu Islam konvertiert vor ein paar Jahren, genauso wie meine ganze Familie. Ich habe nicht nötig zu lügen. Möge Allah mich vernichten, wenn ich lüge. Verstehst du, was ich meine? Allah ich ist nur ein Schienbein, Allah kann niemanden vernichten und kann auch niemanden recht leiten. Das ist einfach ein Schienbein aus Saudi-Arabien, mehr nicht. Hör mal zu, ne? Ich möchte mit der Schwester ganz kurz in Ruhe genau, reden. Genau, ich rede mit Flex, nicht mit dir, Lord Mord. Ganz kurz, ja. Also alle, die kurz hier drin sind, alle bleiben nur ganz gestummt. Ja, ich spreche nur kurz mit ihr. Ihr könnt auch euch gleich entstummen, ich möchte nur mit der Schwester kurz reden, okay? Also, wenn du Jesidin bist. Warst. Wenn du eine Jesidin bist. Ich war eine Jesidin. Ich bin jetzt Muslima, Alhamdulillah. Okay. Du sagst, du bist Muslimin, Alhamdulillah. Eine ehrliche Frage. Wo? Ja, wird es Azad. Aber ich rede jetzt gerade mit Flex. Wenn du die Wahrheit nicht erträgst, ne, kann ich nichts dafür. Aber, ne? Ignorier mal den Chat. Ich rede ja gerade mit dir. Ganz kurz, nochmal. Okay. Ein richtiger Jeside oder Jesidin. Und ich habe hier in der Community sehr viele Jesiden. So wie du schon redest, du hast mit Jeside nichts zu tun. Ein richtiger, wahrhaftiger Jeside, der diese 72 Genozide kennt, würde niemals den Islam ankennen. Somit weiß ich, dass du hier rumheuchelst. Du hast mit Jesiden nichts zu tun. Doch, hab ich. Guck mal, ne, aber ich finde das echt nicht gut, wie du hier provozierst und wie du hier Videos erstellst. Du hast ein Video gepostet mit Frauen mit Kopftüchern und so. Das ist sowieso alles Fake, die machen das extra, sowas gibt's nicht. Sowas machen unsere Glaubensgeschwister nicht. Warum postest du sowas? Geh mal auf Sure 4, Vers 34, nimm mal deinen Koran. Das ist, was so Fake ist, kannst du Panadla. Nein, lasst sie. Alles gut, Leute. Keiner provoziert sie. Alles gut. Ich nehme sie sogar in Schutz. Tu mir einen Gefallen. Wenn du eine wahrhaftige... Ich rede nicht mit dir darüber. Ich will nur sagen, dass ihr euch gegenseitig beleidigt. Okay, guck mal, du hast eine Meinung, Flex, ne? Ciao. Du willst nicht darüber reden, weil du die Wahrheit kennst. Leute, habt ihr gerade eben gesehen, ich habe gesagt, die soll diesen den Koranvers aufschlagen. Sie hat gesagt, ich will mit dir nicht darüber reden. Also, dann geh raus, dann brauche ich auch mit dir jetzt nicht reden. Subhanallah. Dann sagt sie auch noch Subhanallah. Dein Buch sagt sogar, man soll dich schlagen. In deinem Buch steht sogar drinne, dass wenn ihr Frauen widerspenstig seid, dann dürfen die Männer euch sogar verprügeln. Was ist... Hey Mann, ganz ehrlich, wie kann man so... Egal, Leute, bleibt mal ganz gechillt. Ich hole mal jemand anders durch. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Die ist auch niemals in meinen Augen Jesidin gewesen. Oder eine Jesidin. Das ist alles Lüge. Leute, jetzt lasst uns mal ehrlich sein. Jesidin. Ja? Jesidin oder ein Jeside würde niemals den Islam annehmen. 100%. Niemals. Das macht kein Jeside, dass ein Jeside den Islam annimmt. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Keine Chance. Warte ab, du wirst gepackt. Hey, hör mal zu. Hör mal zu. User 202. Wenn jemand versucht,
mich zu packen, weil du gerade eben hier in den Chat reingeschrieben hast, warte ab, du wirst gepackt. Verwechsel das Liebe in mir nicht mit Schwäche. Denn das wird dir irgendwann mal zum Verhängnis. Ihr müsst auf eure Worte aufpassen, was ihr schreibt. Ich bin lieb. Ich versuche, meine Brüder und Geschwister zusammenzuführen, aber Aussagen wie Flex, pass auf, du wirst gepackt, das wird dir irgendwann mal zum Verhängnis. Ja? Du musst wirklich aufpassen, was du schreibst. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, ihr schreibt, Flex, du wirst gepackt, aber ihr kommt alle mit Fake-Profilen hier rein. Daran merkt man, dass ihr Feiglinge seid. Und ich werde das nochmal sagen, ihr seid wahrhaftige Feiglinge. Guck mal, ich muss auch eine Sache sagen, ich zeige wenigstens mein Gesicht. Ich komme wenigstens live mit meinem Gesicht. Ich zeige mich, ich kritisiere euch und zeige mich nebenbei. Davor solltet ihr lieber Angst haben. Würde ich ein Schisser sein, würde ich mich hinter einem Profil verstecken und würde was? Und dann würde ich richtig gegen euch kritisieren. Aber ich zeige mich wenigstens nebenbei. Davor solltet ihr euch lieber fürchten. Ich weiß nicht, was ihr über Dunkelhäutige so denkt. Ja? Ich weiß nicht, was ihr über Dunkelhäutige denkt. Dass wir lieb sind Aber ich sag's nochmal an euch, ja? An die lieben Muslime, die meinen zu müssen, immer drohen zu müssen im Internet. Wenn ihr meint, jemanden packen zu können, dann macht es aber bitte alleine. Alleine. Seid Mann genug und macht es bitte alleine. Wenn du schon schreibst, ja, Flex, du wirst gepackt, dann mach das alleine. Beweis dein Mann. Und wenn du mich in der Öffentlichkeit siehst, dann versuch mich mal zu packen. Und ich werde dir beweisen, was für ein Mensch ich bin. Ich will nicht fleischig sein. Ich will nicht fleischig sein. Ich will gar nicht fleischig sein. Aber ich werde dich zerquetschen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich werde dich zerquetschen. Ich muss echt in der Liebe bleiben, ey. Lieber Bruder, ich muss mich echt zusammenreißen. Natürlich, die Liebe besiegt alles, absolut. Aber auch wir sind Menschen, auch wir sind Männer. Und wir haben uns das noch nie im ganzen Leben gefallen lassen. Mit Sicherheit nicht. Wir fangen zwar nicht an, aber wenn es darum geht, lassen wir uns auch von nichts und niemanden unterdrücken. Ja, auf jeden unterwerfen, Fall. Unterwerfen, auf keinen Fall nicht. 1400 Jahre lang habt ihr das versucht und nicht geschafft und die nächsten 100 Jahre würdet ihr das auch nicht schaffen, weil so lange werdet ihr hier nicht mehr Bestand haben. Das garantiere ich euch. Absolut, absolut. Ja. Ich muss das ignorieren. Ich bin eigentlich echt, ganz ehrlich, ich bin so angepisst wegen dieser Reza-Geschichte und all diese Dinge, das hat mich jetzt so getriggert. Ganz ehrlich, also, boah. Ja, Mann. Ne? Naja. Mir fehlen eigentlich irgendwo auch die Worte, ne? Dass Menschen meinen zu müssen, andere das Heil abzusprechen. Ich frage mich eigentlich, von wo nehmen sie sich das Recht, das Heil abzusprechen der anderen Menschen? Also jemand, der innerlich diese Liebe hat, ja, jemand, der diese innere Liebe in sich trägt und die Liebe verbreitet,
Da frage ich mich eigentlich, wie kann man denn so jemanden das Heil absprechen? Bruder Flex, ich meine, irgendwo in irgendeiner Richtung müssen wir ja auch gerecht richten. Ja? Also wenn da jemand kommt, der sich Christ nennt und die Gottheit Jesu leugnet oder so, klar kann man dem das Heil absprechen, man kann für ihn beten, man kann ihm sagen, wenn du in den Tod gehst, ohne zu glauben, dass Jesus dein Erlöser ist, dann kommst du in die Hölle, klar. Aber Reza und Co., die sprechen jedem das Heil ab, der nicht derer Lehre und derer Meinung folgt. Die benutzen so Sachen, die nicht errettungsrelevant sind. Zum Beispiel, Reza sagt, jeder, der die AfD wählt, ist nicht wiedergeboren. Das steht irgendwo in der Bibel, dass du wiedergeboren bist, wenn du die AfD ablehnst. Oder er sagt, jemand, der nicht an die Vorentrückung glaubt, also dass die Gemeinde vor der Drangsalzahl entrückt wird, der ist auch nicht errettet. Das sind alles Sachen, die nicht relevant sind, verstehst du? Und wenn du derer Meinung nicht folgst und derer Lehre, dann bist du raus, weißt du? Absolut, absolut. Das ist das absolut. Große Problem. Ja, Garo, ich küsse dein Herz, Bruder, danke. Ja, ich finde das nur ein bisschen hart. Also die Aussagen, die er getätigt hat, ich bin ehrlich, das hat mit Gott nichts zu tun. Also ich kenne so viele Geschwister, die abgehauen sind von dieser Gruppe und die sind dankbar in den Herrn, ne, dass die einfach abgehauen sind. Stell dir mal vor, die hauen ab. Verstehst du? Von dieser Gruppe. Also da läuft was schief. Und zweitens, was ist mit diesem AfD zu tun? Verstehst du, was ich meine? Was ist das jetzt? Wo ist die Logik? Ja, die sagen, wenn du AfD wählst, dann hast du keine Liebe zu den Ausländern. Und du hast die Ausländer. Und Danny hat heute zum Beispiel Moisi angekackt, deswegen, weil er, Moisi steht ja zur AfD. Er sagt ja, ich will die AfD, weil ich für richtig halte. Ja. Und dann hat Danny gesagt, ja, du willst, dass die Ausländer abgeschoben werden und in ihren Ländern halt die Todesstrafe bekommen. Und das bedeutet, dass du, also du, denn das Blut an dir klebt dann an deinen Händen mäßig, weißt du? Absolut. Aber wo ist der Sinn dahinter? Dann darfst du auch nach seiner Logik darfst du auch nicht die Polizei rufen, wenn jemand einen Amoklauf macht, weißt du? Dann musst du dich auch der Obrigkeit unterordnen und dein Schicksal annehmen, weißt du? Das macht gar keinen Sinn, deren. Was deren hat damit zu tun, Politik und Glauben? Was hat damit zu tun? Ich will aber trotzdem noch mal eine Sache kurz erwähnen an die christlichen Brüder und Geschwister hier drinne und jeder Einzelne, der hier drinne ist. Ich will mich einfach noch mal entschuldigen, wenn ich vorhin etwas gesagt habe, was natürlich sehr sehr fleischig ist und schon Richtung Aggression, sagen wir mal, geht. Will ich mich einfach noch mal entschuldigen, Leute. Ne? Es tut mir mega leid. Das sind so gewisse Dinge, das sollte man im Stream nicht sagen. Das ist wieder so mein zweites Instinkt, was ich im Kopf habe, was ich tatsächlich ablegen muss. Ich habe dieses Instinkt immer noch im Kopf, weil seitdem ich wirklich sehr stark im Glaube bin, habe ich schon versucht, all diese schlimmen Worte, die ich früher gesagt habe, abzulegen, ja, aber durch gewisse Dämonen einfach erwecke ich dieses Instinkt immer wieder und denn kommt das immer wieder aus meinem Mund und ich kann mich da irgendwie nicht stoppen, ja, das ist einfach mein zweites Instinkt, was ich da habe. Das ist jetzt nicht so, dass ich das will, ich möchte das natürlich nicht, aber das ist so dieser Instinkt, der in mir war und wie ich davor war und deswegen, ja, das rutscht dann immer wieder raus und das ist wie, als könnte ich mich da nicht mehr stoppen, ja, also deswegen entschuldige ich mich da nochmal, ne? Ja. Naja, weißt du, wie krank die sind? Weißt du, wie krank die sind? Das war jetzt schon vor ein paar Monaten oder so. Da wurde ich auch aus diesem Grund, weil ich Reza dafür kritisiert habe, wurde ich mit meinem anderen Account auch gesperrt dort von den Moderatoren und so. Bruder, weißt du, was der gesagt hat? Jemand ist hochgekommen bei Amir und Reza und hat eine Frage gestellt. So. Er sagt, wir sind ja Christen und wir dürfen ja nicht gewalttätig sein. Alles schön und gut, ist ja richtig. Und er hat gesagt, wie soll ich reagieren, wenn, sagen wir, jemand mein Kind angreift und mein Kind das Leben nehmen will oder irgendwie mein Kind vergepumpt will, ne?
Er hat gefragt, darf ich mich dann wehren, darf ich dann auch Gewalt einsetzen? Hat Reza gesagt, nein, wenn du das machst, bist du nicht wiedergeboren. Du darfst, in gar keinem Fall darfst du Gewalt anwenden. Du musst mit deinem Leben kämpfen, also du musst dein Leben, wenn dann, geben, um die Person zu retten, aber du darfst auf gar keinen Fall Gewalt anwenden. Also der Typ will mir weismachen, dass wenn mein Kind oder meine Mutter oder meine Frau oder sonst was irgendwie in Gefahr, Lebensgefahr ist, darf ich dann keine Gewalt anwenden oder was? Nee, ich weiß, was er meint, aber was er verbreitet, ist eine Irrlehre. Ich kann auch sagen, warum. Das heißt, wenn jemand deine Familie angreift, du bist verpflichtet, deine Gemeinde, deine kleine Familie, die du hast, zu schützen. Ja, du sollst die Person nicht verletzen, aber du musst deine kleine Gemeinde schützen. Ja, das heißt, du musst sie verteidigen. Ja, ganz kurz. Darf ich was dazu sagen, lieber Flex? Ja, natürlich, natürlich. Ganz also, wenn du fertig bist, dann würde ich nochmal an die anderen zwei sprechen, die jetzt gerade hier sind. Es ist nur kurz, ganz ehrlich, liebe Leute, falls jemand eure Familien und eure Lieben angreift, ne? Es gibt keine Einschränkungen zum Verteidigen, sondern mit aller Härte müsst ihr das machen. Wenn es sein muss, werde ich 100 von denen umnieten. Gott will das, dass wir uns beschützen und dass wir auch für die Wahrheit stehen und dass wir unsere Kinder und Frauen beschützen vor jeder Gefahr. Also, lasst euch das nicht einreden, dass wir alles über uns ergehen lassen sollen, mit Sicherheit nicht, denn sonst verteidigen wir hier das Unrecht, das geht nicht. Jesus will, dass wir das Recht verteidigen und das Unrecht bekämpfen, absolut. Also, liebe Leute, wenn es darum geht, bis aufs Äußerste gehen, nicht einfach sagen, nicht verletzen, sondern alles, aber absolut alles bewerkstelligen, wenn es sein muss. Ja, absolut, absolut. Okay, ganz kurz an alle, an meine Brüder, Geschwister, Lord, Miss Dauer, Chapo, ihr könnt dann nur ganz kurz euch stummen, meine Brüder. Gebt mir nur ein bisschen Zeit kurz. Ne? Erstmal, Hallo 95. Was können wir denn für dich tun? Schönen guten Abend, morgen euch allen. Ich habe eine Frage und zwar geht es darum, ich weiß, es ist ein christlicher Stream, kann ich aber auch Islamfragen stellen? Beziehungsweise habt ihr Wissen dazu? Du kannst Fragen stellen, wenn wir die Stellen kennen, natürlich, dann können wir darauf eingehen. Mhm. Garo, ich küsse dein Herz, vielen, vielen Dank. Ja? Und zwar interessiert mich die Sure 33, Vers 50, wobei ich auch andere / Gelehrte gefragt habe. Okay. Und die konnten mir explizit keine Antwort drauf geben. Dachte ich mir, vielleicht ihr wisst was davon Bescheid. Da muss ein Bruder oder eine Schwester, die gerade da ist, die Sure vielleicht aufmachen kurz. 33, Vers 50. Ich kann ja kurz Kontext erklären. Darum geht es um die quasi 20 Privilegien, die nur der Prophet haben darf und andere nicht. Okay. Ich lese es vor. Ich lese es kurz vor, Leute. Mhm. O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, das, was deine rechte Hand an Sklavinnen besetzt, von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat, die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, auch eine jede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will, dies ist dir vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Wir wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Guck mal, siehst du, und da haben wir schon ein Problem. Also der Prophet, er hat so viele Macht, dass er, also er nennt sich Prophet, er hat so viel Macht, dass er alle Frauen heiraten kann, so wie er will. Das heißt also, die Frauen sind eine Beute für ihn. Alter, was ist denn das? Richtig. Alter, was ist denn das? Das ist doch krank, ey. Also habt ihr das auch so verstanden, wie ich es verstehe? Ja, natürlich. Also der darf so viel heiraten, so viel er will. Also die Frauen sind Beuten, sozusagen. Ja, so gesagt Kriegsbeute, weil er hat doch Kriegszüge gemacht. Und was hast du gesagt, die Gelehrten konnten darauf keine Antwort geben?
keine explizite Antwort. Genau, weil sie nicht darüber sprechen wollen. Die verstehen schon, was das heißt. Also wenn ich das schon beim ersten Mal verstehe, dann wird es auch ein Imam verstehen. Nur wollte er dir keine richtige Antwort geben. Das ist die Sache. Das hat mich mehr drauf gemunkelt. Ich bin nur ein Mensch auf der Suche nach der Wahrheit und versuche alles auf den Prüfstand zu stellen. Aber wenn mir jemand darauf keine Antwort gibt, dann beharre ich drauf, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, natürlich. Also ich meine, ich finde das krass, dass du als Moslem hochkommst und das ansprichst und es selber von unserer Seite hören möchtest. Also du hast es uns gezeigt, den Vers. Aram hat es vorgelesen. Ich habe aufmerksam zugehört und ich habe rausgehört, dass diese Frauen in dem Moment eigentlich eine Beute quasi sind. Und es ist schon ekelhaft, dass dieser Prophet, der sich Prophet nennt, sorry, wenn ich das sagen muss, dass diese Frauen eine Beute für ihn sind. Das sind so SEX-Sklavinnen sozusagen. Hä? Also, das ist krass. Das ist wirklich krass. Also, mich schockiert das. Also, das hat dann nichts mehr mit Gott zu tun, dass wenn ein Prophet und dann sagen die auch noch, er ist der beste Mensch, der je gelebt hat. What? Flex, er dürfte mit jeder heiraten, ja. Er hat geheiratet, er hatte viele Frauen, ja, und viele Sklaven. Und damals haben die Frau zu ihm gegangen, okay. Und damals hat er auch die Kriege geführt, ne? Er hat ein Dorf überfahren wegen einem Blut. Yeah. Ne? Und er hat seine Mutter, Vater, Bruder, Mann sogar getötet. In dieser Nacht hat er mit dieser Frau geschlafen. Ich weiß, ich kenne den Vers. Also deswegen sage ich immer zu meinen schwarzen Brüdern und Geschwistern, die trotzdem mich kritisieren, also ich meine, es gibt ja auch viele schwarze, dunkelhäutige Brüder wie ich, die Muslime sind. Und ich versuche, die Brüder nur aufzuklären und zu sagen, hey, ihr müsst vorsichtig sein, wen ihr da folgt, denn dieser Mensch hatte SEX-Sklavinnen, ja, und wenn du in der Schrift lesen tust, merkst du auch, dass dieser mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus Christus anschauen, sehen wir ganz genau, Jesus Christus hatte keine SEX-Sklavinnen, Jesus Christus hatte keine Sklaven gehabt. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, ja, und nicht ein Mohammed, der schwarze Sklaven hatte. Jesus Christus hatte aber keine schwarze Sklaven. Jesus Christus hatte gar keinen Sklave, ja, und das finde ich Wahnsinn, dass boah, das ist krass. Und vor allem noch diese Sure 33, Vers 50, diese Sure kenne ich tatsächlich gar nicht. Also würde der Alu mir das nicht sagen, die Sure kenne ich gar nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja, da gibt's noch viele weitere, sage ich mal jetzt, Privilegien, die nur der Prophet besitzt und alle anderen nicht. Das war jetzt mal. Und das sind genau die, die ich erforschen will. Und es ging noch unter anderem auch über die Wunder zwischen Jesus und Mohammed, wer welche. Und da wurde mir erzählt, Mondspaltung, dass der Prophet das getan hatte. Und was meint ihr darüber? Wisst ihr irgendwas darüber? Weil ich finde da nicht viel, auch im Koran steht nicht viel darüber. Also wenn wir mehr über den Mohammed erfahren möchten, dann schauen wir uns eigentlich immer die Hadithe an. Mhm. Ja, weil die Sunna, wenn wir in die Sunna reinschauen, in den Hadithen, wird über das Leben von Mohammed berichtet. Ja, also ich habe die Hadithe mir mal angeschaut. Also Mohammed hatte SEX-Konkubinen gehabt. Also beispielsweise Konkubinen hatte er gehabt, mit, also SEX-Sklavinnen, mit denen er oder sie beispielsweise geschlafen hat. Ja, ich habe mir die Hadithe alle mal abgespeichert und das ist krass. Also ich frage mich eigentlich, wie kann man so jemanden als den besten Menschen hinstellen, wenn er
dunkelhäutige Sklaven hatte. Im Christentum, wenn wir jetzt, wir sprechen nicht im Christentum, wir sprechen in der Bibel. Ja, was sagt die Bibel über Sklaven? Wenn ein Sklave die Möglichkeit hat zu flüchten, soll er diesen Weg einschlagen und sofort flüchten. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was die Bibel sagt über Sklaverei. In der Bibel, wir sprechen in der Bibel, dass vielleicht mal das Christentum oder beispielsweise oder dass die Amerikaner uns versklavt haben, das weiß ich. Gar keine Frage. Das wissen wir, ne? Gar keine Frage. Auch die Amerikaner haben uns versklavt. Ja, darunter waren auch Christen dabei. Ja, natürlich. Ja, aber wir sprechen hier speziell von Mohammed und Jesus Christus. Darum geht es. Ja. Ja. Also türkisch, wenn du sagst, der liebe schwarze Flex ist am Lügen, dann stell eine Anfrage und komm hier hoch und ich stell dir eine Frage. Und ich gebe dir Briefe und Siegel, dass du vor 150 Leuten dein Maul nicht mehr aufkriegst, wenn ich dir diese Frage stelle. Ja, Mr. Türkisch, dann komm hoch und ich stell dir eine Frage. Wenn du Moslem bist, stelle ich dir sogar eine christliche Frage. Bezug zum Islam. Ja, bezieht sich direkt auf den Islam. Ganz einfach. Komm hoch, stell eine Anfrage, komm hoch. Nein, nicht frag. Stell eine Anfrage und komm hoch. Weil du weißt, du hast keine Ahnung von dem, was du sprichst. Du bist hier unten, du bellst, du hast keine Ahnung von deinem Glauben. Ganz einfach. Ja? Wenn du Moslem bist, stelle ich dir eine christliche Frage. Bist du Christ, stelle ich dir eine muslimische Frage. Ja, Bezug zum Christentum. Gar keine Frage. Ja, aber jeder, der in Christus ist, dem brauche ich eigentlich gar keine Frage stellen, weil alles gut. Ne? Naja, ihr wisst schon. Auch eine kleine Frage, wenn ihr mir erlaubt. Ja. Wie bekehrt man sich richtig oder wie kann man vom Neu geboren werden? Wie man von neu geboren wird. Ganz einfach, du musst Jesus Christus im Herzen tragen und du musst daran glauben auch, dass er der Erlöser ist und dass er der Retter ist und dass er für deine Sünden gestorben ist. Ja, und natürlich musst du dich auch taufen lassen, das ist alles gar keine Frage. Aber die Liebe muss vom Herzen kommen. Denn der Herr hat gesagt, es muss vom Herzen kommen. Ja, und es ist auch ganz wichtig, Buße zu tun. Ja. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Aber wenn man das so macht wie ein Reser, der hier jeden das Heil abspricht, ja, dann wirst du die Leute nur noch spalten. Ja. Armer Reser. Also ich war vorhin eigentlich, was Reser angeht, schon ein bisschen traurig. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr mit ihm reden können, so habe ich gedacht. Aber jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, Leute, sorry, wenn ich das sagen muss, der Kerl ist wirklich ein armes Würstchen. Ne? Mach dir mal keinen Kopf über ihn. Die können sich nur in hohen Podest stellen und reden. Im Endeffekt entscheidet der Herr über uns allen. Natürlich, natürlich, absolut. Aber Reza ist ein armes Würstchen, muss man sagen. Ist ein armes Würstchen. Bruder, sorry, wenn ich das. Ich gehe runter. Ich wollte nochmal Gottes Segen wünschen. Wenn es okay ist, darf ich kurz das Evangelium predigen und dann würde ich auch runtergehen, wenn es okay ist. Ja, natürlich, mein Lieber. Klar. Oh, Gottes Segen, Flex. Also an alle 160 Zuschauer, egal ob Christ, Moslem, Jesid oder sonst was. Kurzes Evangelium. Jesus Christus ist Gott, der Allmächtige, der sich entschieden hat, sich zu entäußern. Laut Philipper 2, 5 bis 11. Er hat sich entäußert, hat seine Gottheit abgelegt und wurde wie die Menschen, wurde ein Mensch, um ein perfektes Leben zu leben. Weil alle Menschen haben die Gebote Gottes gebrochen und haben sich versündigt. Egal ob guter Mensch, schlechter Mensch. In Gottes Augen sind wir alle schlechte Menschen, weil wenn man ein Gesetz bricht, so bricht man das ganze Gesetz. Jesus Christus wollte uns vor dem Fluch der Sünde beschützen, weil der Lohn der Sünde laut Bibel ist der Tod. Jeder bekommt den Tod, der zweite Tod. Also jeder Mensch stirbt zweimal. Einmal auf der Welt und einmal in der Hölle. Und jeder Mensch hat die Hölle verdient, auch du und ich und jeder andere. Und wir brauchen alle Vergebung unserer Schuld. Und das, die einzige Sache, die uns reinigt vor der Schuld, ist das Blut des Herrn Jesus Christus, das vergossen wurde für uns. Und ich bitte euch, geht ins Gebet, wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr Zweifel habt.
bittet Gott, sich zu offenbaren, und ich garantiere euch, wenn ihr wahrhaftig fragt und wahrhaftig sucht, so wird euch der Herr Jesus Christus sich offenbaren. Glaubt Absolut. An seinen Namen, dass er gekreuzigt wurde für eure Sünden, und ihr werdet ewiges Leben bekommen. Amen. Absolut, absolut. Amen, amen. Schöne Worte. Okay, dann Gottes Segen bis die Tage, ne? Gottes Segen. Ja, bis die Tage, Bruder. In der Sure 23, Vers 6 heißt es außer gegen, also wir lesen lieber von der 4 aus. Und diejenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden, und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierein nicht zu tadeln. Also wir sehen auch hier Sklaven, Sklaven, Sklaven. Mohammed hat immer und immer und immer wieder Sklaven gehabt und hat Sklaven gehalten. Also ich verstehe eure Kommentare hier unten im Chat überhaupt nicht. Entweder also für mich sind das Brüder, die keine Ahnung haben über den Islam. Würden sie den Islam zu 100% kennen, ja, so wie ich mit einem Fuß da drinne war und mir die Sache ganz genau angeschaut habe, ja, dann würden sie den Islam gar nicht folgen. Das wissen viele Dunkelhäutige gar nicht. Wenn sie wüssten, was für widerliche Menschen das eigentlich sind, gegenüber Dunkelhäutigen, würde kein Dunkelhäutiger diese Religion annehmen. Das verstehen nur viele nicht. Ja, hinter verschlossene Tür, und das ist eine Erfahrung, die ich euch sage, ja, das ist eine Erfahrung. Hinter verschlossene Tür, die lachen uns Dunkelhäutige so dermaßen aus. Glaub mir, die lachen. Flex, sogar es gibt eine Lieferung, okay? Ja. Wir hatten damals die Schwarzen als Rosinen benannt. Also, Rosinenköpfe. Rosinenköpfe, also. Wollt ihr mal was wissen? Geht mal in Sahih Muslim 1602. Kann mir das einer vorlesen? Sahih Muslim 1602. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Sahih Muslim 1602. Sahih Muslim, ja. 1602. Ja, das ist der Wert eines schwarzen Mannes im Islam. Hm. Ja. Und dann kommen die immer mit Bilal, Bilal, Bilal. Der Kerl Bilal war laut Überlieferungskette nie frei. Ja, war immer ein Sklave von ihm. Also, der war immer ein Sklave, der war nie frei. Genau, Mohammed war nicht einverstanden, dass Sklaven frei sind. Er wollte nie ein Sklaven frei ist, weil es gibt eine Lieferung, eine Frau, also eine Frau von dem Mohammed, also eine Frau von denen, hat gesagt zu Mohammed, ey Mohammed, ich habe einen Sklaven freigelassen. Und er meinte, warum hast du sie freigelassen? Du könntest du ihr zu deinem Onkel verschenken. Ja, richtig, kenne ich. Absolut. Stell dir mal vor, wie er gegen die Freiheit war. Mhm. Darf ich kurz das vorlesen? 1602. Ja, es kam ein Sklave und gelobte Allahs Apostel bei der Auswanderung die Treue. Der heilige Prophet wusste nicht, dass er ein Sklave war. Dann kam sein Herr und forderte ihn zurück, woraufhin Allahs Apostel sagte, verkaufe ihn an mich. Und er kaufte ihn für 2 schwarze Sklaven und er nahm danach von niemandem die Treue, bis er ihn gefragt hatte, ob er ein Sklave oder ein freier Mann sei. Also, hier hören wir raus, Mohammed hat 2 schwarze Sklaven verkauft für einen. Überleg mal, der beste Mensch hat Sklaven verkauft. Das ist doch nicht normal, oder? Also, jeder Dunkelhäutige folgt eigentlich jemanden, der Schwarze verkauft hat. Und wenn du das der schwarzen Community sagst, dann gucken sie dich an und sagen, ja, aber du folgst doch einem weißen Gott und so. Die haben keine Ahnung. Also, die haben nicht mal die Schrift gelesen und verstanden und sagen aber, du folgst aber einem weißen Gott. Also ist ein Gott ein Araber oder was? Also ist euer Gott ein Araber? Mann, ich liebe das, wenn Flex einfach Hack spricht, Alter. Wenn er das so dann auch noch macht, Beste. Bruder, das ist so, man muss die Wahrheit sprechen und sich nicht selber belügen.
Esche du? Wahnsinn. Liebe Leute, vorhin wollte ich ja das erwähnen. Also die meisten hier, die wo irgendetwas da unten hinschreiben, entweder seid ihr total verpeilt und kennt eure Religion nicht, oder ihr seid die größten Satanisten der Menschheit. Ne? Also das heißt, entweder wisst ihr das nicht oder ihr lügt vollkommen bewusst. Jetzt pass auf. In der Sure 3. Ich küsse dein Herz. Ist ja. Der Kahraman da? Afarim Kahraman Sidi Sarchava Galgib Herilo. Kahraman ist bester Mann, ich küsse dein Herz. Ist cool, ja. Wenn wir hier in dieser Sure 23 lesen, weiterlesen, ne, da waren die Sklavinnen. Pass auf. Dann sagen die im Vers 12, wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hierauf werdet ihr gewiss nach all diesem sterben. Hierauf werdet ihr gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden. Und wir schufen ja euch über sieben Lagen, und wir sind der Schöpfung nicht unachtsam. Und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmten Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten, und wir haben fürwahr die Macht, es wieder wegzunehmen. Dann lassen wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken entstehen, in denen ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr esst. Also ganz ehrlich, ja, es ist krass, aber was mir da auffällt, warum immer wir, ja, die Moslems haben sich jetzt etwas angeeignet, die sagen, das ist majestätisch. Ja, das ist die majestätische Form. Also, lasst mich euch mal was sagen. Ich kann euch sagen, warum all diese Fehler in diesem Buch drinne stehen bei denen. Du kannst das Wort Gottes nicht nachmachen. Das heißt also, du kannst das Buch, ja, die Bibel, nicht eins zu eins kopieren. Das kannst du nicht. Ja. Und genau das haben sie ja versucht. Ja, du kannst die Bibel nicht nachmachen. Das Wort Gottes kannst du nicht nachmachen. Deswegen haben die auch keine Prophezeiung. Deswegen zerlege ich jeden einzelnen Moslem, der hier hochkommt, wenn wir darüber sprechen, über Prophezeiung. Deswegen zerlege ich sie. Die haben Prophezeiung, aber alles aus der Bibel abgeschrieben. Richtig, darum geht's. Alles aus der Bibel abgeschrieben. Der Islam selbst. Der Islam selbst hat mal eine Die sagen zu uns Christen, wir haben eine falsche Lehre. Die sagen zu uns Christen, ja, dass wir ein gefälschtes Buch haben. So, jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Wenn wir ein gefälschtes Buch haben, warum habt ihr dann all die Prophezeiungen, die wir in der Bibel drinne haben? Warum habt ihr das denn kopiert und das in eurem hinzugefügt? Also das heißt also, ihr seid Heuchler, plus ihr klaut sogar noch Bibelstellen, plus ihr fügt es auch noch in eurem Buch hinzu, plus ihr seid Heuchler und geht live und sagt aber, die Bibel sei verfälscht, aber kopiert alles von der Bibel. Also ihr seid schon Heuchler, muss man schon sagen. Und also ich sage es sogar offiziell. Besser hätte man das nicht sagen können, Flex. Ja, und obwohl die Koran bestätigt die Bibel. Stell dir mal vor. Ja, die sagen ja auch noch, im Koran steht ja auch noch, und glaubt an das Injil und an die Tora. Was genau. Ist das Injil? Das Injil ist ja das Evangelium, was herabgesandt wurde. Aber warum soll ich daran glauben, wenn das doch angeblich verfälscht wurde? Das ist ein Widerspruch. Natürlich, absolut. Ist ein totaler Widerspruch. Und die haben viel zu viele Verse, die abrogieren. Viele Abrogationen. Ja, richtig. Die haben alleine Sure Baqarah über 20 Verse fehlen dort. In Sure Nisa fehlen auch über 15 bis 20 Verse. Liebe Leute, sollten wir uns diesbezüglich eigentlich nicht ein bisschen Gedanken darüber machen? Vielleicht ist die heutige Medizin falsch, weil hier steht es in der Sure 23, Vers 19, dass hier tatsächlich dann begleiteten wir die Knochen mit Fleisch. Also das heißt,
Zuerst sind die Knochen entstanden im Mutterleib und dann ist dieses Fleisch dann, ja, hat sich an die Knochen dann angeheftet. Also, vielleicht liegen unsere Wissenschaftler und die Ärzte total falsch und. Aber vielleicht meint er damit die Erschaffung. Steht da irgendwas, ob das mit der Erschaffung zusammenhängt? Vorher? Also er sagt, hierauf schufen wir natürlich mit den Samentropfen zu einem Anhängsel. Ach so, ja, dann okay, schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen ganz mit kurz, Fleisch. Meine Brüder und Geschwister, hier schreibt einer, abwarten, bis die wahre Bibel offenbart wird. Also ich bin ganz ehrlich, die wahre Bibel. Also das Problem bei euch ist, ich sag's nochmal, ihr seid Heuchler. Ja, ich mach das jetzt mal offiziell. Wenn die wahre Bibel angeblich kommen soll, dann fragen wir uns, was Gott für eine Aufgabe hatte von Anfang an. Ist er gekommen, um die Bibel später zu offenbaren? Oder uns die Botschaft zu geben, um ihn jetzt zu folgen? Das ist schon heuchlerisch zu sagen, ja, warte, denn die Bibel kommt später. Das ja. heißt also, wir haben einen eingeschränkten Gott, der nicht mal weiß, was er da tut. Okay. Wir haben einen wahrhaftigen Gott, der von Anfang an uns die Wahrheit verkündet hat. Ja, aber Aram, das stimmt, was du gesagt hast. Ja, das ergibt wirklich keinen Sinn, ne, was du gerade vorgelesen hast. Mhm. Aber ich dachte jetzt, das geht doch um die Erschaffung, aber tatsächlich ergibt das gar keinen Sinn. Aber noch besser zu sagen, ja, noch besser zu sagen, ich habe mich tiefgründig mit dieser Materie befasst. Sehr tiefgründig, weil ich war mit einem Fuß fast im Islam drin. Zum Glück. Ich sag das offiziell nochmal. Ich war mit einem Fuß fast im Islam drin. Bis ich gemerkt habe, dass der Koran alles von der Bibel eigentlich kopiert. Prophezeiungen, Heiliger Geist geklaut, Al-Messi geklaut, all diese Dinge wurden aus der Bibel geklaut und es habt ihr in eurem Buch hinzugefügt. Ihr seid 600 Jahre später gekommen und ihr klaut alles aus der Bibel, sprich Prophezeiungen, das brennende Busch, wo Moses mit Gott gesprochen hat, das habt ihr ebenfalls aus der Bibel geklaut. Und dann sagt ihr aber, ja, aber die Bibel ist verfälscht. Aber komischerweise klaut ihr gewisse Verse aus der Bibel und fügt es in eurem Buch hinzu. Weißt du, warum die das machen? Dann kommen die damit, ja, die Bibel wurde nicht komplett verfälscht. Und das, was nicht verfälscht wurde, haben die damit reingenommen. Genau. Die finden immer damit wenigstens irgendwo noch die Wahrheit in eurem Buch drin ist. Aber ja. Dabei ist das Buch komplett verlogen. Wenn die Bibel verfälscht ist, frage ich jeden einzelnen Moslem, der wahrhaftig hier drin ist, warum habt ihr biblische Prophezeiungen in eurem Buch stehen? Warum klaut ihr Bibelverse oder biblische Prophezeiungen und fügt es in eurem Buch hinzu? Warum denn? Warum klaut ihr aus der Bibel und fügt es in eurem Buch hinzu? Darf ich antworten? Moment, nein, ich will die Antwort von einem Moslem haben. Moment, Bruder, alles gut. Oh Mann, jetzt kommt ein Moslem und schreibt, aber Moses war selber 3000 Jahre vor Jesus. Ja, was hat Jesus Christus gesagt? Ich war vor Abraham. Das heißt auch vor Moses. Guck mal, da hat einer mit einer türkischen Flagge geschrieben, der Arme ist so famegeil. Bruder, ich küsse dein Herz. Guck mal, weißt du was? Ich erlöse dich jetzt. Und weißt du, wie ich das mache? Indem ich dich direkt sperre. Ob einer weniger, einer mehr, glaub mir, das spielt keine Rolle. Das hat mit famegeil nichts zu tun. Das hat was mit Aufklärung zu tun hier drinne. Das hat mit Famegeil nichts zu tun. Ich glaube, die Brüder haben den schon gesperrt. Ich muss nichts machen. Ja. Ja, wie gesagt, Leute. Ja, gibt es einen Moslem, der mir diesbezüglich eine Antwort geben kann? Ja, was machen wir denn jetzt? Ihr glaubt biblische Prophezeiungen. Ja, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, Astaghfirullah. Bruder, warum darf ich nicht darauf antworten?
Ja, mach du, ich küsse doch dein Herz. Danke, danke. Schau mal, lieber Bruder, das ist ganz normal, denn unsere Heiligen, ne, sind viel schlauer, intelligenter und selbstbewusster in jeder Hinsicht gegenüber deren ihren Allah. Denn deren ihren Allah muss von unseren Menschen, ne, ja, kopieren und lernen. Nicht umgekehrt, verstehst du? Das ist ja das Problem. Der Allah braucht Menschen, um etwas zu begreifen, zu verstehen, zu kopieren. Ne? Also kann er diesbezüglich nicht Gott sein. Richtig. Gott braucht den Menschen nicht. Nicht nur das, ich mach das mal offiziell an jeden Moslem, der hier drin ist. Wenn Allah ist ja Gott, okay? Ihr sagt ja, Allah ist ja euer Gott. Okay, wir gehen mal darauf ein. Wenn dieser Gott ein wahrhaftiger Gott ist, ja, wenn das ein wahrhaftiger Gott ist, warum tut dieser Gott biblische Prophezeiungen übernehmen? Das ist das Erste, was wir uns hinterfragen müssen. Nummer zwei, ja, wenn der Islam Prophezeiungen hat, was nichts mit, ja, hohe Türme oder, das ist totaler Schwachsinn, das ist keine Prophezeiung. Wir wollen eine richtige Prophezeiung, ja. Wir wollen richtige Prophezeiungen hören, wie Gaza, das, was in Gaza gerade passiert, steht in der Bibel, ja. Euphrat steht in der Bibel, ja. So solche Dinge wollen wir hören. Ja, sowas ist ja auch, das gibt's, aber nur in Hadithen. Und die sind ja auch von der Bibel abgeschrieben. Also von daher brauchst du darauf nicht kommen. Genau, richtig. So. Ich möchte jetzt eine islamische Prophezeiung. Keine biblische, islamische Prophezeiung. Und ich garantiere euch, alles geklaut von der Bibel. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich war kurz davor zu konvertieren. Ich war kurz davor. Super. Und als ich diese Lügen, die man mir erzählt hat, aufgedeckt habe, weil ich gemerkt habe, so, scheiße, also die sagen, die sind die Wahrheit, aber komischerweise alles von der Bibel geklaut. Sehr komisch. Also die Bibel ist angeblich verfälscht, aber diese Heuchler kopieren plötzlich komischerweise alles aus der Bibel. Was machen wir denn jetzt? Naja. Aber das werden die nicht beantworten können. Können sie auch nicht, ich weiß nicht. Das können sie nicht. Ne? So, jetzt erstmal an die neue Person, die reingekommen ist, Maria. Wie geht's dir? Oder ja? Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch gut. Dankeschön. Danke, danke. Wie geht's dir? Dankeschön, gut. Und dir? Auch gut. Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte auch gerne meinen Beitrag zu dem abgeben, was du gerade gesagt hast. Ja, natürlich. Und zwar, dass der Koran halt die Kopie der Bibel ist. Also das ist ja keine Behauptung der Christen, sondern das sagen die Muslime selber, beziehungsweise der Koran, denke ich. Also da haben sie das wahrscheinlich auch her. Also Muslime sagen ja selber. Ganz kurz, Marie. Anas hat geschrieben, Leute, ey, ich kann nicht mehr. Der Prophet sagte, die Menschen werden bald mit Musikinstrumenten in den Köpfen rumlaufen. Nein, also Leute. Du meinst wohl eher auf den Köpfen, nicht in den Köpfen. Ey, Mann, ich kann nicht mehr. Ey, das ist echt zu viel. Daran sieht man seine Analphabet. Der war ja Analphabet. Wahnsinn. Also nochmal kurz egal zum Thema Spaß und wirklich Hate beiseite. Muslime sagen ja selber, wir sind einfach nur ein Update der Bibel und der Tora. Richtig, ja. Mit der Begründung, sie wäre etwas verfälscht worden und man hätte sie nochmal korrigiert mit dem Koran oder mit dem Islam. Ja. Ja, das habe ich auch damals. Aber Mary, eine kurze Frage. Was bist du denn für eine Glaubenskonfession, wenn ich fragen darf? Jesiden. Du bist Jesiden. Okay, Mary. Du glaubst an den Islam? Nein. Okay, das ist schon mal sehr gut. Also, so wie du es gesagt hast,
Der Koran will die Bibel korrigieren. Aber wie soll ein Buch die Bibel korrigieren, wenn dieses Buch aber von der Bibel alles klaut? Das sagt sie selber. Das sagt sie selber. Sie sagt, das ist alles eine Botschaft. Die Tora und die Bibel und der Islam ist wohl eigentlich eine Message. Und da sie behaupten, dadurch, dass die Menschen wohl die Bibel verfälscht hätten etwas, hätte man das Ganze mit Mohammed korrigiert. Also man hätte das Ganze nochmal hergerichtet. Also sie sagen ja selber schon, die Bibel ist unsere Basis. Und es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem Koran und der Bibel, das stimmt. Aber wir wissen ja, worunter sich beide Gruppen unterscheiden. Die einen, die verbreiten nur noch Nächstenliebe in den letzten, sage ich mal, 100 Jahren. Der Islam ist immer noch auf dem Stand, zu expandieren. Und expandieren hieß ja eigentlich Krieg. Und davon sind sie immer noch nicht runtergekommen. Miss Dauer will kurz was sagen, wenn das okay ist. Lasst mal nur die Miss Dauer kurz reden, wenn das okay ist, meine Brüder. Ja. Danke. Miss Dauer. Danke schön. Ja. Also, wie meinst du es, Maria, korrigieren? Also, der Gott hat uns ja 10 Gebote gegeben. Und was muss Mohammed uns korrigieren? Dass wir nicht lügen? Oder dass wir keine Augen für eine andere Person haben? Und Mohammed hat das korrigiert mit seinen 3 Takir-Lügen erstmal. Und mit den Frauen. Plus er hat schon geheiratet mit seinem Stiefsohn die Frau, ne? Und das ist also hier hat einer gerade geschrieben, und ich werde euch eine Sache sagen. Ich komme nur mit Quellen. Hier hat einer gerade geschrieben, der Islam hat Frauenrechte eingeführt, Sklaverei abgeschafft. Erstens, Mohammed hatte schwarze Sklaven gehabt. Nummer 2, ja, in den Hadithen, in den Überlieferungsketten steht drinne, wenn eine Frau zu Hause ist und der Mann bittet sie zur Ehebett und die Frau hat in dem Moment keinen Bock oder nicht will, kommen die Engel aus Paradies und verfluchen diese Frau. So, ja. Jetzt hinterfragen wir uns alle, seit wann tun liebvolle Geschöpfe, die von Gott kommen, eine Frau verfluchen, nur weil dieser Mann von ihrer Frau kein SEX bekommen hat. Das ist eine Männerreligion. Nummer 1. Die armen Frauen, die an so ein Hirngespinst glauben, die tun mir wirklich von ganzem Herzen leid. Also Frauen, die wirklich im Islam drinne sind, die tun mir am meisten leid, dass so ein Hirngespinst, ja, so eine Irrlehre verbreitet wird. Das tut so weh. Da brennt mein Herz so extrem. Außerdem, weil ihr verbreitet so viel Müll, darüber muss man leider sprechen. Es geht nicht um die Person, es geht einfach nur um die Ideologie, die dahinter steckt. Das ist so ein Hirngespinst, das muss man leider sagen. Warum kommen Engeln aus Paradies und verfluchen die Frau, nur weil die Frau mit dem Mann nicht geschlafen hat? Das ist ein Hirngespinst bis zum geht nicht mehr. Und jede Frau, die das nicht weiß, soll mir ganz gut zuhören. Denn das ist der Islam. Würde der Islam diese Dinge nicht haben und würde der Islam Prophezeiungen, ja, dass man das als Beweis hat, dass man sagen kann, okay, hey, das ist wirklich Islam. Das ist Islam. Das ist die Wahrheit. Dann wäre ich schon längst ein Moslem, schon längst. Aber ich habe den Braten von ganz Weitem gerochen, dass das mit Gott nichts zu tun hat. Außerdem darf man nicht vergessen, was ist die Frau im Islam wert? Du darfst sie sogar schlagen, wenn sie widerspenstig ist. Genau, Sure 4, Vers 34. Du musst sogar im Tafsir reingucken. So gut kenne ich mich schon mit dem Glaube aus im Islam. Aber im Arabischen steht es noch schlimmer, Bruder. Im Arabischen steht viel schlimmer, ich weiß. Du musst ja, aber doch nur mit einer Zahnbürste. Also chillt mal, Jungs. Das ist, also mit Zahnbürsten geht das klar. Ich schlag meine Frau auch täglich mit Zahnbürsten. Ey, guck, das ist ganz normal. Ey, guck, die sagen, dass es Missbrauch bedeutet. Aber in Wirklichkeit steht davon kein Wort im Arabischen. Wusstet ihr, dass eine Frau Blut halal ist?
Weißt du was? Es gibt eine Lieferung, ein Mann und Frau, die streiten sich und die Frau hat Mohammed beleidigt, ja? Und dieses Mann hat seine Frau getötet. Und nächsten Tag kommt die Menschen und die Mohammed dahin und fragt, warum hast du das gemacht? Und Mohammed, also der Mann sagte, der Berichtige berichtet zu Mohammed, er hat dich beleidigt, ja? Und Allah, und deswegen habe ich ihn getötet. Und er hat geantwortet, er hat gesagt, ah, okay, die Frau Blut ist halal. Richtig, richtig. Aber ist euch mal aufgefallen, an unsere ganzen christlichen Brüder und Geschwister, Aram, falls dir das mal aufgefallen ist, kein Moslem traut sich mehr, bei mir hier hochzukommen. Kein Moslem mehr traut sich, bei mir hier hochzukommen. Keiner. Weil meine Fragen, die ich stelle, die sind Knockout-Fragen. Die trauen sich einfach nicht. Komm, haben wir einen, der vielleicht hochkommen möchte? Ich küsse sein Herz. Also, da kommt schon ein. Malik schreibt ich. Alle ganz kurz stummen. Alle ganz kurz stummen. Ich mache kurz Prozesse. So. Abu Malik, alle sind jetzt gestummt. Ich rede jetzt nur mit dir. Bist du da? Ja, warte mal, warte. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, musst du deinen Imam anrufen? Haben die kein Problem. Ruf sie an. Ich stelle dir trotzdem diese Frage. So. Alles gut, Dead Crush. Alle ganz entspannt bleiben. Ich mache da kurz Prozess jetzt. Jetzt bin ich da, warte. Hallo? Ja, wie geht's dir? Alles gut, bei dir? Auch gut. So, ja. Ich hab eine kurze Frage. Nein, ich hab eine Frage. Ja, und ich wollte ganz kurz auf die Antwort, ich wollte ganz kurz euch eine Antwort geben, was auf okay. den Bezug hast. Was bedeutet Adriba? Wadribuhunna steht da drin, okay? Wadribuhunna, was bedeutet das? Könnt ihr Arabisch? Wo steht das drinne? Wo steht das drinne? Welche Sure, welche Eier, von Surah was redest du? Okay, das wäre Sure was? Ja, Sura Nisa, Vers 4. Sura Nisa, Vers 24. Vers 24. Redest du von Sure 4, Vers 24? Ja, es ist nicht das, Vers 4, Sura 4. Du meinst 34, nicht 24, 34. Nein, wir reden von 24. Wenn du von 2, es gibt 2, warte. Ich schau ganz kurz den Koran raus, warte. So. Du kannst deine Frau streicheln, wie du willst. Steht drinne, du sollst die Frau schlagen. Lies es mal auf Arabisch. Ja. Sure 4, Vers 34. Lies das mal auf Arabisch. 34 willst du auch haben? Okay. Lies mal Sure 4, Vers 34. Nein. Ja, mach ich. Und dann will ich dir eine Frage 34. stellen. Dann lies uns das mal vor. Ich kenne den Vers. Auf Arabisch. Lies es auf Deutsch und dann, El Chapo, wir gehen dann auf den Tafsir und schauen mal, was der Tafsir sagt. Und dann lesen wir das ja, nochmal ab. Okay, sag mir, welchen Tafsir du haben möchtest. Nein, erstmal die Sure. Sure 4, Vers 34. Lies uns das mal vor. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen demütig, ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ebet und tadelt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Okay, dann tadelt sie. Was heißt das? Tadeln bedeutet zum Beispiel, ich nehme, im Tafsir steht drin, also wir nehmen zum Beispiel im Tafsir. Nein. Was heißt tadeln? Tadeln ist, dass wir mit dem Miswak, sie, wie zum Beispiel, wir nehmen einen Miswak und sagen, wie zum nein, Beispiel, ich stoße dich. Das ich heißt das hier. Das hier heißt das. Nein, guck mal, weißt du es besser als die Gelehrten? Was nein? Hör mir zu, weißt du es besser als die Gelehrten? Oder weißt du es besser als die Gelehrten? Weißt du, was Tadeln heißt? Es geht hier nicht um die Gelehrten. Die Gelehrten sind mir gerade in dem Moment egal. Die lügen, wenn Tag und Nacht ist. Die haben so eine Pinocchio-Nase. Das ist. Leichte Backpfeife, habe ich mal gehört. Komm, hör mir zu. Also auf Arabisch steht nicht Misswork, sondern das, was Flex gezeigt hat. Okay, wo soll denn schlagen? Okay, das Wort wird die schlagen im Arabischen. Okay, Dahi Arabi, Salami. Okay.
Warte, weißt du was? Weißt du was? Wir machen das jetzt noch viel einfacher. Okay, was steht auf Arabisch im Tastier? Du lest mir jetzt den Tastier auf Arabisch vor, bitte. Warte, wir machen das jetzt ganz einfach. Miss Dauer, kannst du Arabisch? Ja, Aram kann das, glaube ich. Aram? Nee, ich kann nicht Arabisch. Meine Schwester kann Arabisch, aber Aram kann auch Arabisch. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir werden das jetzt beweisen. Haben wir einen arabischen Christen hier drin? Einen arabischen Christen? Nein, ich kann kein Arabisch, nein. Ach so, okay. Nein, weil ich möchte einen ganz schnellen Knockout geben. Wer von dem Bruder... Okay, ganz kurz. Ich habe eine Frage, ganz kurz. Was meint ihr? Steht im Vers steht nichts mit Miss Work drin. Im Vers steht nicht mal ein Wort mit Miss Work. Wir rennen vom Du, Kassier. Auf deine Worte vertraue ich sowieso nicht, weil in eurer Religion ist erlaubt, sogar Takia zu betreiben. Deswegen Babu Ex-Moslem, falls du hier drinne bist, Bruder, komm hier hoch. Bitte, ich brauche dich ganz dringend. Bitte, Babu Ex-Moslem. Ganz, ganz dringend, Babu Ex-Moslem. Stell eine Anfrage, Bruder, und wir gehen auf den Tafsir kurz ein, Babu Ex-Moslem. Ich brauche dich ganz dringend. Falls Babu Ex-Moslem hier ist, bitte, 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 ich brauche... Flex, dann gehe ich runter, ich mache Platz, ja? Okay, alles klar. Mhm. So. Babu, falls du da bist, bitte hochkommen. Bruder, ich habe das gerade einen arabischen Christen geschickt, der kann perfekt Arabisch. Ja, ich lass das lieber Babu Ex-Moslem machen, weil der kann das übersetzen auf Arabisch. Aber er kommt gleich. Okay, super. Eine Sekunde, Babu Ex-Moslem kommt gleich und dann machen wir kurz Prozess und dann stelle ich dir eine Frage. Mach aber bitte schnell, ich muss gleich was machen. Ja, alles gut. Der kommt jetzt. Babu Ex-Moslem kommt jetzt. Jetzt machen wir kurz Prozess. Okay, eine Frage, ganz kurz. Okay, lass ihn. Nein. Keine andere Frage. Dann warte. Dann frage ich ihn die Frage. Warte, ganz kurz. Babu Ex-Moslem, Bruder? Ah, ja. Erstmal, wie geht's dir? Gut, danke, Bruder. Und dir? Sehr gut, ja, mir geht's gut. Bruder, ich will einen Kurzprozess machen mit ihm, weil du weißt ja, die Lieben ist Takia zu betreiben. Bitte in Sure 4, Vers 34, in der arabischen Tafsir, was steht da drin, Bruder? Weil du bist sehr gut belesen in dieser Materie. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun, schlagt sie. Okay, was ist wadribuhun? Was ist wadribuhun? Was ist wadribuhun? Schlagt sie. Was ist adribah? Was heißt das? Adribu, darabe yadribu darban, schlagen. Okay, min wen ente? بوم بوم. بس ما يستو ولا يتخافون نشوزهن فعيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن بس ما يستو يا بس ايش واضربوهن das steht nicht im Tafsir sondern steht im Vers aber das steht bitte nicht von Miss Wack schlagen und Muhammad hat gesagt wenn ihr eure Frauen schlägt hör mal zu es gibt auch den Hadith wenn ihr eure Frauen schlägt bricht keine Knochen macht keine Auge اسكت was heißt واضربوهن was heißt واضربوهن لا تقول اسكت اضرب ما معنى ضربه Was heißt ich schlage auf Arabisch? Ich schlage sie auf Arabisch. Adrobo. Hey, du bist so ein Lügner. Sag mir, was heißt ich schlage auf Arabisch? Ich sag dir, was Adriba heißt. Adriba heißt tadeln. Ich tadel. Nein, warte, Adrobo, das heißt schlagen. Warte, warum hast du gesagt mit Miss Wack? Warum hast du gesagt schlagen mit Miss Wack? Wenn es nicht schlagen bedeutet? Miss Wack, guck mal, du bringst da was durcheinander, Abu Sheikh. Okay, was heißt denn auf Arabisch Abu, ich schlage? Babu, ganz kurz. Abu Malik, bleib mal ganz kurz gestummt. Babu, gib mir eine Sekunde. Abu Malik, das ist das Problem bei euch und deswegen jeden Tag, wenn ich live komme, rede ich über euch. Warum? Ihr seid solche Lügner, Abu Malik. Das ist euer Problem. Der Babu Ex-Moslem spricht super Arabisch. Eure Nase ist so lang vor lauter Lügen. Warum sollen wir hier irgendwas erfinden? In den Tafsir steht ganz klipp und klar, schlagt sie, mein Freund. Bruder, du bist, glaube ich, wirklich so ein Idiot. Wir reden gerade vom Vers, nicht vom Tafsir. Ja, egal, Watibrihunna heißt schlag sie. Heißt ich haue sie. Ana usaddiquha, schlag. Ana usaddiquha. Aber eure Gelehrten sagen, ich glaube ihr. Was? Ja, das Diq heißt glauben. Usaddiquha. Warum heißt er Abu Bakr Siddiq? Warum hieß er Abu Bakr Siddiq? Ja.
Ich kann mir das nicht geben, wirklich. Was heißt ich, schlage auf Arabisch? Sag mir du, was heißt ich schlage auf Arabisch? Sag du uns. Ana usaddiquha. Auch wenn wir von Fusha reden, ana usaddiquha. Nicht ohne. Du kannst nicht mal Die Zuschauer kommen doch selber nicht drauf klar. Die können nicht mal richtig ein Vers, die können schon interpretieren und Vers unterscheiden. Du kannst nicht mal Hocharabisch sprechen. Du kannst nicht mal, du bist ein Marokkaner, du kannst nicht mal. Trotzdem, ich habe aber Hocharabisch gelernt. Ich kann mit dir Hocharabisch reden. Nimm Arabi. Wer ist Marokkaner? Du. Ja, aber ich habe Hocharabisch studiert. Kessir Masich? Nein, Marokko, nur Arabisch nur. Ich kann keine Amazir. Okay. Atakallamu al-Arabiyyata faqat. Okay, tafaddal, yalla. Aber du kannst nicht mal Arabisch. Du sagst, Usad, du redest nicht. Ich glaube es. Du hast dich mal einmal gelernt. Weißt du was? Ich gebe mir das gar nicht mehr. Ich muss eh jetzt was machen. Ich komme später wieder, wenn ihr noch online seid. Also, jemanden auf Arabisch nicht. Also ich habe ihn jetzt runtergesetzt. Der Kerl ist ein dreckiger Lügner. Das ganze Übersetzung ist erstmal falsch. Ihjuruhunna fil madaji bedeutet nicht, meidet sie, es bedeutet, fesselt sie im Bett. Fesseln. Hajr al-Hijar ist dieses, wo man mit die Kamele fesselt. Hajr al-Ba'ir bedeutet fesseln und nicht meiden, weil wenn sie nicht mit dir schlafen will und du sie meidest, dann hat sie doch gewonnen. Du hast ja außerdem drei andere Frauen und unzählige Sklavinnen. Verstehst du? Ja, verloren und sie hat gewonnen. Deswegen viele Mufassirin sagen, nein, das heißt fesseln und nicht meiden und schlagen ist bei Darb. Natürlich ist schlagen, der hat nur gelogen einfach. Du meinst die Großgelehrten, ne? Babu? Ja, ich meine ja nur die Großgelehrten. Ja, das stimmt. Ne? Der hat gesagt, ja, er muss jetzt was machen und ja, natürlich musst du was machen. Der flüchtet nur vor meiner Frage, ganz einfach. Egal, ist auch nicht so schlimm. Alles gut, ne? Guten Abend. Alles gut. Und ich gehe wieder runter, ja? Danke. Ja, okay. Babu, vielen Dank, dass du gekommen bist als Unterstützung, ne? Ist das dein zweiter Account? Das ist mein zweiter Account. Ich wurde gesperrt auf den ersten. Okay, dann ich folge diesem Account. Ich danke, folge diesem. Ja. Marhaba, Babu. Marhaba, wir reichen uns die Hände. Ja, ich bin auch eine Freundin. Freut mich. Ich lasse euch jetzt, Freunde, ja? Grüße. Ja, danke, vielen Dank, Babu. Vielen Dank. Ja. Babu ist so gesegnete Bruder, ne? Ich mag ihn voll. Auf jeden Fall. Der Typ hat gelogen, meine Schwester hat das übersetzt, ne? Und komplett anders. Also Babu, was er übersetzt hat, war richtig. Und der Typ, was er gesagt hat, ist falsch. Ich habe es meiner Schwester gesagt, dass sie hier hoch soll, aber sie mag das nicht, ne? Und sie kann Hocharabisch. Perfekt. Ja. Aber guck mal, das, was Ex-Muslim, Babu Ex-Muslim übersetzt hat, stimmt. Darf ich euch das auch auf Türkisch vorlesen, liebe Leute? Schauen wir mal, was es im Türkischen sagt diesbezüglich. Was meint ihr? Oh, auf Türkisch? Oh, da bin ich jetzt gespannt. Sag das mal auf Türkisch. Da bin ich mega gespannt, wie das auf Türkisch. Da kann ich jetzt schon übersetzen. Ja, genau. Jetzt pass auf. Allah'ın birini diğerinden üstün yaratmasından dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Onun için iyi kadınlar itakadırlar. Mein Gott, ist so schwer. Allah'ın kendilerine sakladığı gibi kendileri de aile sırrını muhafaza ederler. Serkeşliğinden endişe ettiğiniz kadınlarına gelince evvela kendilerine öğüt verin. Sonra yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. So. Schlagen, bro. So. Direkt schlagen. Ja. Er steht. So. Was heißt das? Heißt das? Schlagt sie. Ja. Direkt schlagen. Ah, sogar auf Türkisch heißt das Schlagen. Aha. Ja, die stehen nicht dazu. Ich verstehe, ihr schämt euch. Ja, liebe Muslime, ihr schämt euch. Ah.
Aber eigentlich dürfen sie ihre Religion nicht verleugnen oder selbst was verfälschen. Ja, richtig. Aber guck mal, was... Richtig. Ey, guck mal, Flex, was er noch gesagt hat. Nee, nee, das bedeutet nichts schlagen. Doch, selbst die Großgelehrten sagen, ja, das bedeutet schlagen. Mhm. Wahnsinn. Jetzt verstehe ich, meine lieben Muslime. Aha. Genau. Aram, kennst du diesen Hadith noch, wo Aisha gesagt hat, ich habe nie gesehen, dass eine gläubige Frau so leidet wegen dem grünen Flecken? Ja, ich habe nur den Hadith vergessen, was für eine Nummer. Ich auch. Also es gab eine Frau und kommt zu Aisha, ne? Und Aisha geht zu dem Propheten und Aisha sagt, ich habe es nie gesehen, ja, das nie gesehen, die gläubigen Frauen, dass so leidend. Also die Frau war so geschlagen. Die war grün und blau geschlagen. Genau. Ja. Und sie hat, ne, also Aisha sogar hat sie leid getan. Stell dir mal vor. Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, und deswegen sage ich einfach, wir sind in der Wahrheit. Ja. Eigentlich müssen wir nichts mehr dazu sagen. Wir wissen ganz genau, we are following the truth. Wir sind in der Wahrheit, wir sind im geraden Weg. Und genau. Ich sollte eventuell vielleicht ein bisschen schlafen. Vielleicht gucke ich mir jetzt noch ein bisschen Fauda an. Ich gucke gerade die Serie Fauda an. Leute, das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Stream. Auch ein bisschen traurig so von meiner Seite aus, weil ich auch, ja, zum Abschluss, lieber Flex, lesen wir noch einen Hadith. Ja. Und dann sagen wir anschließend das Vaterunser oder das Glaubenbekenntnis, was ihr wollt. Ja. Dann machen wir aus. So. Sunan Abi Dawud, 52:24. Ja. Usaid ibn Hudayr überlieferte Abdurrahman ibn Abu Layla, zitierte Usaid ibn Hudayr einen Mann der Ansar und sagte, dass der Prophet ihm mit einem Stock in die Rippen gestochen habe, während er gerne scherzte und mit den Menschen redete und sie zum Lachen brachte. Er sagte, lassen Sie mich Vergeltung üben. Er sagte, nehmen Sie Vergeltung. Er sagte, du trägst ein Hemd, aber ich nicht. Dann hob der Prophet sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen. Dann sagte er, das ist es, was ich wollte, Gesandter Allahs. Ja. Yeah. Also wir sehen hier, die haben tatsächlich schwule Neigungen. Wow, Astaghfirullah. Ja. Astaghfirullah. Hey, aber Leute, jetzt habt ihr mein Interesse geweckt. Und zwar Sure 56, Vers 17. Kann mir das einer vorlesen? Ja, natürlich. Sure, wie viel? 56, Vers 17. Oh, wir haben junge Knaben im Paradies. Oh. Ja, ja. Ey, weißt du, wie das ja heißt? Die sagen ja, du sollst hier deine Neigungen unterdrücken. Aber ich weiß, warum die das sagen. Hier unterdrücken, aber da bum bum machen, ne? Ja, Wahnsinn. Richtig. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Mashallah, Subhanallah. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Subhanallah. Wisst ihr, die Bosnier sind ja auch Moslems, ne? Und wisst ihr, wie sie diesen Mashallah sagen? Die sagen so, Mashallah, Mashallah, Mashallah. Ja, also eine Katastrophe, ehrlich. Ich habe eine Frage. Wie steht ihr zu diesen Begriffen, zum Beispiel Allah oder Salam Aleikum? Ja, guck mal, Salam Aleikum, woher kommt das? Shalom Aleik. Genau, danke schön. Also die arabische Sprache, selbst sie ist ja eigentlich einfach ein aramäischer Dialekt. Das ist auch eine Sprachfamilie. Das heißt, Begriffe wie Allah oder Melek kommen ursprünglich auch aus dem Aramäischen und wurden auch übernommen. Also Arabisch ist einfach nur ein anderer Dialekt und auch nicht neu erfunden oder auf die Welt gekommen. Aber was ich komisch finde, warum ist dann Arabisch schwieriger als Aramäisch?
zu lernen. Wer sagt, dass es schwieriger ist? Ich glaube, das Problem ist einfach, Aramäisch wird gar nicht gelehrt und ist auch geprägt von seiner Umgebung jetzt zum Beispiel. Also in meinem, da wo ich herkomme, ist Aramäisch von unserem Kurmanji auch geprägt. Und aber Arabisch wird ja richtig, das kannst du studieren und alles, ne? Ja, wegen dem Koran, deswegen, sonst Arabisch hat auch keinen Wert. Mhm. Nur wegen dem Koran. Und Menschen haben sich arabisiert. Das war's. Ja, aber guck mal, selbst meine Heimat, Ägypten, was war das? Da, wir haben Koptisch gesprochen, ja, wir haben gar kein Arabisch gesprochen. Ja. Richtig. Arabisch gab es in meiner Heimat nicht, bevor meine Heimat islamisiert wurde. Liebe Schwester Mary, du hast vorhin was eine Aussage getätigt. Wie kommst du auf diese Aussage, dass erst seit 100 Jahren das Christentum, sagen wir mal, liebevoll und friedvoll geworden ist? Das Christentum ist von Anfang an friedfertig und friedvoll, von Anfang an. Zu keiner Zeit hat es gehetzt oder gegen andere Hass verbreitet, nein. Das ist eine Irrlehre. Ja. Chapo, lass mich das gerne ausführlich erklären, ganz kurz, damit da keine Missverständnisse entstehen. Mir liegt etwas auf dem Herzen, sorry, wenn ich euch unterbreche. Dizzle, komm mal bitte hoch. Ich mag es nicht, wenn Leute da unten... Ja, natürlich. Also es gab ja natürlich auch die Kreuzzüge, da gibt's natürlich auch, sag ich mal, jetzt auch, sag ich mal, Aussagen, dass die Kreuzzüge eigentlich nur eine Reaktion auf die islamische Invasion waren. Richtig, genau. In verschiedenen Ländern. Und klar, da haben sie natürlich auch Krieg geführt und das hat nachgelassen, das hat ja aufgehört. Also wir hatten ja die Aufklärung in Europa, dass man gesagt hat, wir haben hier drei Buchreligionen und alle entsprechen irgendwo der Wahrheit. Also das findest du bei den Christen ja gar nicht mehr. Und der Islam ist davon nie runtergekommen. Ja. Verstehst du? Das meine ich damit. Aber Mary, schau mal her. Das Christentum ist im Mittleren Osten entstanden, okay? Genau. Schon seit Jesus Zeiten gab es schon Christen, die an ihn geglaubt haben, sogar zu seinen Lebzeiten noch. Mhm. Das Christentum hat sich ja dort verbreitet, nicht mit dem Schwert, nicht mit dem Hass, sondern nur mit der Liebe und die Aposteln und die Heiligen haben das verbreitet. Warte mal, Leute, ganz kurz, ist der Reza da? Ich sehe gerade, dass Reza hier ist. Schade, dass ich das jetzt sagen muss. Also falls Reza zuhört, Reza, du bist ein armes Würstchen. Wieso? Ja, einfach so, der ist ein armes Würstchen, muss ich offiziell sagen. Uh-huh. Ja, und Leuten das Heil abzusprechen, du bist wirklich ein armes Würstchen. Ne? Falls du zuhörst. Und eigentlich jeder deiner Anhänger, bin ich ganz ehrlich, von sowas distanziere ich mich. Ne? Armes Würstchen. Naja, egal. So, und außerdem, wie gesagt, das Christentum ist ausschließlich nur mit der Liebe und Wort unseres Herrn Jesus Christus verbreitet worden. Nie mit Krieg, nie mit Hass, nie mit Gewalt, nie mit Zwang. Das müssen wir mal festhalten. Ja. Das Christentum ist erst in den 5., 6. und 7. Jahrhundert erst nach Europa gekommen, meine lieben Freunde. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Weil es hat natürlich seine Zeit gebraucht, ne? Bis hier auch die Völker tatsächlich vollkommen das Christentum angenommen haben. Mhm. Und auf deine Kreuzzüge, weißt du, wie viele Jahrhunderte der Islam die ganzen Christen niedergemetzelt, geschlachtet hat, vertrieben hat, versklavt hat, geschändet hat, bis dann der erste Kreuzzug befohlen wurde? 100, 200 Jahre? 100, 200 Jahre? Ungefähr. 475 Jahre. Zu den Kreuzzügen kommen wir gleich. Ich muss nur feststellen, ob es der richtige Reza ist. Ja, jetzt Reza kann sich entstummen. Nein, das ist er nicht. Wie jetzt? Das ist was. Hallo? Ja, hallo. Welcher Reza bist du?
Ich bin der afrikanische Bruder, ich bin der andere Reza. Ach so, oh mein Gott, tut mir leid. Ich dachte, du bist dieser Reza von heute. Okay, tut mir leid. Nein, bin ich nicht. Ich muss mich nochmal entschuldigen, weil das ging an jemand ganz anderes. Tut mir leid. Nein, alles gut, Felix, boy, kein Problem. Aber mach weiter so, ich bin stolz auf dich. Ja, danke, Bruder. Vielen Dank. Alles klar. Ja, ich muss mich nur noch mal entschuldigen. Ja, auf jeden Fall. Und das Christentum oder die Christen sind nicht erst seit 100 Jahren, sagen wir mal, aufgeweckt und haben das kapiert. Nein, wir haben das von Anfang an kapiert. Nur seit 100 Jahren, seit 200 Jahren eigentlich wird in Europa gegen das Christentum gearbeitet. Nur die Menschen verstehen das nicht. Genau umgekehrt, liebe Mary. Und wie gesagt, die Kreuzzüge waren eine Reaktion gegenüber dem Islam, weil der Islam expandiert hat. Das habe ich genauso auch vorhin gesagt. Okay, ich habe das schon gelesen, jetzt pass auf. Aber dass du sagst, erst da sind die dann aufgeklärt und was weiß ich, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Nein, nochmal, also... Ja, es gab diese Phase, wo es die Kreuzzüge gab, aber davon sind die Christen ja so, die haben ja aufgehört. Also sie haben ja keine anderen Glaubenskriege geführt unter dem Namen des Christentums. Zusätzlich gab es die Aufklärung in Europa, das ist ja eine Zeitepoche, die heißt auch so, die Aufklärung, wo man gesagt hat, wir haben hier drei Religionen, das sind die Buchreligionen und an allen steckt die Wahrheit. Keine, also es gibt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nur da, wo die Wahrheit steckt, ist in der Bibel. Im Islam gibt es keine Wahrheit. Im Islam gibt es gar keine Wahrheit. Das ist alles abgeschrieben. Nein. Alles abgeschrieben. Also ich verstehe jetzt, was die Mary damit sagen will, aber das stimmt, liebe Mary, absolut nicht. Das ist eine Irrlehre, ein Missverständnis, würde ich sagen. Ja. Ein Christ oder das Christentum wird nie sagen, drei Religionen, alle drei sind in der Wahrheit, weil falls das ein Christ sagen sollte, dann hat er das Christentum nicht vergessen, dann kennt er Gott nicht. Weil dann spottet er Gott. Ja. Ja. Genau. Aber eine Sache, ja. Alles gut, ich will es sich so weit rausholen. Also ich glaube, die Aufklärung so hat man so in der Schule gehabt. Ich will nicht damit sagen, dass die Kirche selbst gesagt hat, wir sind nur ein Teil der Wahrheit, das stimmt nicht. Man hat das halt gesagt, damit es keine Kriege mehr gibt, dass sich keine Religion über eine andere stellen soll. Das meine ich damit, für den Frieden. Und man sagt ja auch immer wieder, sagen ja Experten, der Islam hat keine Aufklärung genossen. Was meinen Sie damit? Weil der Islam ganz ist ja kurz, immer noch... Ganz kurz, hier hat jemand reingeschrieben, Jesus war psychisch krank wie alle Propheten. Ja, Suhail Berlin, wenn du Moslem bist, komm hoch, stell eine Anfrage, komm sofort hoch. Also und beweist, dass dein... Beweis, dass dein Islam die Wahrheit ist. Komm hier hoch, stell eine Anfrage. Warte mal, Flex, der ist kein Moslem, weil kein Moslem würde sowas sagen. Also ja, da muss ich selber sagen, dass der ist ganz sicher kein Moslem. Ja, ist so. Naja, wie auch immer. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich euch mal ab und zu mal unterbreche, wenn es halt um Jesus Christus geht. Ja. Dann ihr wisst ja schon, dann stehen wir auf und tun Apologetik, ne? Betreiben, ist es ganz wichtig. Ja. Wir sagen, hu. Korrekt, Alter. Mann, Arau, ey, du bist echt. Aber einen kleinen Moment, jetzt gucken wir kurz. Okay, ich glaube, das ist ein Bruder von uns. Ne? Ja, Johannes. Er ist ein Atheist. Hallo, ganz ehrlich, lieber Flex, tu ihn nicht nur stummeln, tu ihn blockieren und fesseln. Ja, das machen die Brüder und die Geschwister, die hier drin also sind. Also fesseln, liebe Leute, fesseln, Ketten legen. TikTok Sporty. TikTok sportlich. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Gottes Segen. Ich habe davor, also ich war bei Hamdis, sorry, wollte Hansi sagen. Ich war bei Hamdis Livestream und er wollte mich hochholen. Ja. Aber das Problem war, ich wollte nicht, weil er würde direkt auf Debatte eingehen und ich habe keine Lust darauf. Er hat sich über den Bruder, also er ist auch Christ, also er war davor Muslim und er ist jetzt Christ, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt.
Vielleicht wie heißt der? Wer ist denn jetzt vom Islam konvertiert zum Christentum? Das ist krass. Aber gerade konvertiert der. Assalamu alaikum, sag so. So, was? Warte mal bitte, der da ganz oben, bitte warte kurz. Jetzt Johannes nochmal. Ja, ja, erstmal, Willi sagt Assalamu alaikum. Und dann okay. Zu machen, ja. Okay. Johannes, jetzt? Ja, auf jeden Fall. Alan, genau, Alan, danke Jesus. Schau, Alan heißt der, glaube ich. Alan, okay, kenne ich nicht. Aber musst mir mal sein Profil schicken, damit ich mal gucken kann, wer das ist. Johannes, meinst du Bruder Alan, der Bibel... Genau, Bruder ja, Alan, okay. Ja. Ja, kenne ich, ja. Boah. Also, der Kollege mit der arabischen Schrift oben, ich denke mal, du bist hier hochgekommen, weil du wahrscheinlich eventuell die Bibel widerlegen möchtest, habe ich recht? Achso, der Ober mir? Ja, der Ober dir. Ich will nur wissen, wegen was er gekommen ist. Bist du gekommen, um die Bibel zu widerlegen? Weißes Pferd, du bist gemeint. Entstumm dich mal. Er sagt, wenn ich reinkomme, sagt was er da wollte. Wa alaikum salam wa barakatuh. Der Kollege mit dem weißen Pferd, der hier reingekommen ist, willst du die Bibel widerlegen? Ich glaube, er weiß, glaube ich, nicht, ob ich nicht stoppe oder so. Okay, jetzt alle stimmen sich, ich rede jetzt nur noch mit ihm da oben. Alle bleiben. Mein Name, schau mal, mein Name, wen willst du meine? Sagst du meine Mann? Okay, möchtest du die Bibel widerlegen? Ha? Möchtest du die Bibel widerlegen? Ist Islam für dich die Wahrheit? Oh nein, das ist nicht. Aber habe ich ein Problem auch. In Islam, wenn man, gibt es einen Ring, weißt du, Ring. Weißt du Ring oder nein, nix? Flex, frag mal, was für eine Sprache kann er? Also, okay. Ring, wenn man. Ich glaube, das ist ja nicht Deutsch. Also, welche Sprache sprichst du? Aus welchem Land kommst du? Nizanem Chimabra. Gut. Hallo. Hast kannst du Ring gemacht oder nichts? Ja, kannst du Kurdisch, Arabisch? Ring. Ich bin Muslim. Ja, Muslim, aber welche Sprache sprichst du? Spreche welche Sprache? Ich spreche Deutsch auch. Verstehst du Deutsch? Gut. Ja, natürlich. Okay. Dann. Ich habe gesagt, meine Bruder, muss das Ring wegmachen. Welcher Ring? Das hier. Das ist Ring. Oh, das hier. Ja, natürlich. Okay, aber was interessieren dich meine Diamanten-Ohrringe? Bist du Muslim oder nicht Muslim? Es Christ, mein Lieber. Alhamdulillah Jesus, ich glaube an Jesus Christus. Alhamdulillah Jesus. Okay, gut. Okay. Alhamdulillah Jesus. Entschuldigung. Ich habe nicht verstanden. Ich habe. Das ist mein. Bismillah Jesus. Alhamdulillah Jesus. Yeshua. Jesus. Aber warum? Weißt du warum? Schatan, Rajim, Auzubillah. Ich gehe weg. Kann man so böse sein? Das meine ich. Kann man so böse sein? Nein, ich will weg von dir. Aber warum weg? Hey, jetzt, Leute. Die sagen ja, Auzubillah. Aber ich mache das anders. Auzu Jesus. Flex. Zuerst hat er halt tatsächlich gemeint, du wärst Moslem. Erstens. Zweitens, diese Ringe hat er an dir nicht sehen können. Weißt du warum? Ja. Ist haram. Nein. Weil das ein Zeichen der Sklaverei bedeutet. Ach so, ja, ich weiß. Hm. Ich denke halt in der modernen Zeit nicht so, aber ja. Ja, aber verstehst du, deswegen hat es quasi nicht sehen können, ein Moslem als Sklave?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß. Ja. Ich meine, wir leben halt in einer modernen Zeit, deswegen so weit denke ich jetzt nicht wegen meiner Ohrringe. Aber ja, alles aber gut. Aram, das wusste ich nicht, dass die wegen den Ohrringen so Sklaven sehen oder doch, so. Doch, aber guck mal, weil ihr das jetzt gerade schon erwähnt habt, ja, mache ich das jetzt einfach mal weg. Ne? Ich mache das jetzt einfach doch, mal weg. Liebe Gül, damals, wo Nebukadnessar die Israeliten versklavt hat, ne, und nach Babylon gebracht hat, hat er denen Ohrringe setzen lassen. Das war das Zeichen der Sklaverei. Oh, okay. Aber ist nicht so schlimm. Guckt mal, Leute, ich mache das jetzt im Stream raus. Ich habe das jetzt auf beiden Seiten weggemacht und dann ist okay. Ja? Ich weiß, dass Haram ist und Gold. Ich sehe das jetzt nicht so schlimm. Aber ja, aber ja. Nur als Mann ist das zum Beispiel Haram. Als Mann, genau. Boah, das Gold ist zu viel. Und Ohrringe Haram sind. Aber alles gut. Guckt mal, Leute, ich habe es jetzt weggemacht und dann ist okay. Das sind übrigens. Ja, aber lieber Flex, es ist so oder so schon dunkel und Nacht, das sieht man nicht. Ja. Egal, ich habe es jetzt weggemacht, Leute. Aber Aram, das war krass. Ich habe jetzt was Neues gelernt, ne? Wegen Ohrringe. Das wusste ich gar nicht. Also, das ist krass. Definitiv. Das ist wirklich gut, Aram, ja? Du hast uns wieder was beigebracht. Ja, ich sehe das nur nicht so kritisch, weil ich denke mir einfach so, hey, wir sind ziemlich modern und deswegen, aber ja, alles gut. Ne? Also an alle, die hier drin sind, Leute, ich werde jetzt erstmal ein bisschen chillen, ne? Ein bisschen relaxen und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Fauda angucken. Ich gucke jetzt ein bisschen Fauda an und ich gebe euch noch etwas mit, liebe Leute. Wisst ihr, was für eine Bedeutung der Ehering hat? Nein. Ich weiß es, Aram, aber sag es. Nein, sag du's. Nee, ich will es auch mal hören. Vielleicht weiß ich das falsch. Das ist das Zeichen, wo Salomon die Dämonen in den Ring verbannt hat und gebunden hat. Quasi, wenn wir das auftragen, halten wir die Dämonen von uns fern. Mhm. Die werden ja auch gesegnet. Ne? Mhm. Ja. Ich weiß das bei Islam, ne? Dieser Ehering darf man nicht, ist Haram, weil die sagen, wir machen der Vater, Sohn und Heilige Geist. Die sagen, dass wir dieses Ring also befestigen mit Heiligen Geist und so. Und deswegen ist es Haram bei islamischer Religion oder Glaube, dass man Ehering tragen muss. Obwohl selber hat Mohammed einen Ring getragen. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört, weil alle Muslime, die ich kenne, die verheiratet sind, tragen einen Ehering. Nee, aber das tatsächlich kenne ich das alles. Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht wusste. Ich kenne das nur, denke mir halt einfach nur so, gut, wir sind ja eh in einer modernen Zeit. Und deswegen sollte das jetzt eigentlich kein Problem darstellen, aber also, ja. Ich meine, wenn die Brüder oder die Geschwister nicht wollen, dass ich das trage, was ist los? Ja, aber also ich muss ehrlich sagen, Flex. Ich bin Ohr, ich bin Bruder. Ganz Ohr. Kennst du 666 Ace? Ja. Der Satanist. Ja, ich glaube, ich habe den kurz mal gesehen, ja. Boah, der Bruder, er sagt, also ich sag zu ihm, glaubst du an Jesus Christus oder? Und er sagt, nein, ich glaube nicht an eine Bibel, die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Gott bewahre, aber er so, ja, die Bibel wurde umgeschrieben und so weiter. Dann habe ich ihn halt gefragt, naja, was ist denn dein Satanismus so besonders? Er so, boah, er hat etwas gesagt, wo ich mir gedacht habe, Bruder, da muss ich raus. Er hat sich einfach als sein eigener Gott bezeichnet. Das muss ja so wie Satan, das ist eine satanische Lehre. Da gibt's doch Buch des Satans heißt das. Und da beschreibt Satan selber, dass wir uns selber als Götter sehen sollen. Und der hat direkt aus der satanischen Lehre zitiert. Also der hat nichts Falsches gesagt. Ja, also er zitiert aus der satanischen Lehre. Und das ist halt sehr krass, ne, wie die denken. Wahnsinn. Ja, ja, das ist satanische Lehre. Also von solchen Streams halte ich mich fern.
Nicht, ja, sollte man sich auf jeden Fall fernhalten. Nicht, dass ich mich morgen noch an der Tür stoße. Ja. Leute, seid mir nicht böse, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen relaxen. Ne? Ach, also, alles gut. Nimm dir das alles auch nicht allzu sehr zu Herzen, lieber Flex, und denke ich halt sehr darüber nach. Diese Sachen müssen geschehen, die müssen passieren, es ist gute Zeit. Und eine Frage, Aram, ganz kurz. Ja. Bist du mit diesem Account jetzt öfters da, weil den gebe ich dir auf diesen Account Moderatorenrechte? Ja, aber okay. Flex, du weißt schon, bei mir gibt es keine Einschränkungen. Wenn Einschränkungen gibt, das bringt mir nichts. Nee, alles gut. Schreib nur kurz in die Gruppe, schreib mal kurz hier rein, dann kann ich dir die Rechte geben. Jawohl. Du musst nur kurz reinschreiben, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich es dir geben soll. Also, so. Genau, warte, dann gebe ich dir so Rechte. Moment. Aber lieber Flex, einen Fehler darfst du nicht machen, dass ich dich auch kicken kann. Ja. Nein. Aziz. Aziz, ja, as cremen bekam din Islame. Affarmlo. Entschuldigung, Schwestern. Ich will nur ganz kurz reden. Ja, oh, Frank. Bruder. Guten Morgen. Hallo, Adam. Grüß dich alle. Schön, dass ihr da seid. Alle gesund und munter. Du auch. Ich finde es übrigens nur ganz kurz zu sagen, Flex, weil ich weiß, du bist sehr, sehr müde. Du brauchst deine Erholung und deswegen will ich dich gar nicht länger aufhalten. Ich finde aber eins muss ich wirklich Daumen hoch zeigen. Das ist mir bei dir schon lange aufgefallen. Du denkst gar nicht mehr in alter Zeit. Gerade wo der das gesagt hat wegen dieser Sklaverei, ja, du hast diese Begrenzung nicht mehr im Kopf. Das finde ich schon sehr stark, weil viele dunkelhäutige Menschen haben diese Begrenzung und das hat mich gerade echt gut getan, dass du so ein freier Gedanke hast. Und ich finde es traurig, dass jemand hierher kommt, dir sozusagen das um den Hals hängt, verstehst? Weil du nichts anderes machst, als das zu tragen, was dir gefällt. Ja, da haben die Geschichte schon recht, wenn sie sagen, dass sie das nicht wegnehmen, sowas. Genau, ich bin halt so, dass ich wirklich, so wie du es auch bezeichnet hast, ich habe freien Kopf und ich denke nicht so weit. Ja, das ist, wie gesagt, ich trenne das. Ne? Ich trenne das komplett von mir. Weil klar, du hast natürlich ab und zu auch mal mit deinen schwarzen Geschwistern, das finde ich auch richtig, wo du sagst, da willst du sie schützen, auch gerade wegen dem Islam und sowas, das ist auch okay. Aber du hast nie großartig wegen dieser komischen, was weiß ich, Sklavengeschichte, sonstiges, du kennst es natürlich auch, ja. Aber dass du dir das nicht so um den Hals machst wie ein Mühlstein, verstehst? Weil ich denke, bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen Leuten haben die deswegen so Probleme manchmal in unserer Welt, weil sie manchmal diesen Mühlstein rumtragen und sich gar nicht selber frei machen. Und überall sehen sie diese Probleme. Und hat war echt schön zu sehen, dass du dich nicht damit belastest. Ja? Du hast nur einen freien Gedanken, Frank, was ja auch wahrscheinlich durch den christlichen Glaube kommt. Lieber Frank, eben, Christus hat uns aus der Sklaverei befreit. Christus, Amen, Amen. Ja. Darf ich noch etwas übersetzen vom Aziz? Jetzt pass doch mal auf, der ist ein Kurde oder ein Jeside. Yo, es gire min bekem dine Islame. Darf ich das übersetzen, liebe Leute? Darf ich meine Serie angucken? Genau. Ja, aber das wäre wirklich. Aber Aziz, Havjara. El Chapo nicht so gerne. Also, wie schon gesagt, Flex, danke, dass du mich nochmal hochgeholt hast. Gottes Segen euch alle Geschwister. Ah, Mary, Schwester, tut mir leid, ehrlich, ich habe vergessen, dass du Jesidin bist. Entschuldigung. Nein, wenn du es übersetzt, dann gehen die Beschimpfungen gegen uns gleich los. Ich glaube, das brauchen wir heute Morgen nicht. Ja, nein, ich habe das ja auch nur aus Spaß gesagt, ne? Weil er soll das ja auch hören, das wird ihm natürlich noch mehr gefallen und dann habe ich gesagt, Havjara. Also gut, meine Lieben, ich küsse eure Herzen. Vielen lieben Dank, Flex, danke euch, liebe danke, Flex, dass du mich Brüder und Schwestern. Gott segne euch alle, eure Familien und ihr im Stream, im Chat auch. Danke. Bis zum nächsten Mal. An alle, die zugehört haben und bis ans Ende geblieben sind, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank. Und ich habe euch alle ganz dolle lieb. Ne? Und ja, ich würde einfach mal sagen, gute Nacht. Und guten Morgen. Oder guten Morgen. Ne? Und bis später, meine Lieben. Ne? Also, bis später, Max. Bis später, mein Lieber. Ciao, ciao.